Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil hier ist gar nicht der Dirk. Was denn da los? Der Dirk ist leider kurzfristig ausgefallen und jetzt sitze ich hier und versuche jetzt einfach mal so ein bisschen vom großen Meister zu lernen. Damit ich hier nicht alleine euch bequatsche, habe ich noch zwei Gäste da und einmal freue ich mich ganz doll, dass die Tanja heute wieder da ist. Hallo Tanja. Hallo. Und der Lars ist auch da. Moin. Genau. Und wir machen heute eine Gezockt-Folge zu dritt. Wird, glaube ich, sehr schön werden, sehr lustig werden. Ich habe ja schon so ein paar Titel gesehen, die wir auf dem Zettel haben. Genau. Und bevor wir anfangen, jetzt wo der Dirk nicht da ist, können wir hier alles so machen, wie wir wollen. Vollkommen außer Rand und Band. Genau. Und deswegen machen wir nicht News. Das hört er dann, wenn der Dirk da ist, den seriösen Schmu. Wir machen wieder eine Intro-Frage und da hat der Lars sich überlegt, was ist euer aktuelles Handy-Sucht-Game? Lars, und weil das deine Frage ist, darfst du doch direkt anfangen. Ja, sehr gut. Mein direktes Suchtspiel ist Mario Kart Tour. Da bin ich ganz oldschoolig und das Spiel gibt es ja schon eine ganze Zeit auf dem Handy, aber Mario Kart überall, wo man ist, zu spielen, ist einfach großartig. Ja, sehr schön. Habe ich da selber noch nie gespielt, finde ich, aber so Mario Kart finde ich grundsätzlich auch sehr cool, wird bei uns auf der Switch auch öfters gespielt und habe auch damals auf dem Nintendo angefangen mit Mario Kart, wo, wenn man drauf achtet, sich nicht das Kart bewegt, sondern die Strecke um das Kart herum. Das war sehr schön. Ja, okay. Und da musst du mal drauf achten, wenn du dann alte Aufnahmen oder so davon siehst, wenn man das einmal gesehen hat, once seen, never unseen. Ja, genau. Ich. Und Tanja, was spielst du denn gerne auf dem Handy? Ja, ich habe geguckt, also ich habe gar nicht so viele Handyspiele und auch keine, die ich da jetzt wirklich so oft und viel spiele. Aber wenn ich was spiele, dann ist es ehrlich gesagt auf Boardgame Arena. Also mit dem Handy dann. Ja. Aber sonst nichts, nee. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das auch bei mir so, also entweder dann im Homeoffice zwischendurch mal. In der Mittagspause, genau. Genau, und ansonsten auch gerne auf dem Handy. Ich finde das total schön, dass das auf dem Handy so fluffig auch funktioniert bei vielen Spielen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich habe mal versucht, Wasserkraft drauf zu spielen, mit dem Dirk auch. Das war jetzt nicht so ein Vergnügen auch auf dem Handy. Also, genau. Lag das am Spiel oder lag das am Handy? Das Handy war zu klein, um da die Übersicht zu behalten. Also da muss man schon sagen, dass auf dem PC oder auf dem Bildschirm, finde ich, kann man da schon mehr erkennen bei manchen komplexen Spielen. Aber wenn man die Spiele kennt, dann läuft das eigentlich ganz, ganz toll. Ja. Mhm. Und wenn der Dirk heute da gewesen wäre, hätte der ganz viel über Carnegie erzählt, was der Dirk und ich gerade rauf und runter zocken auf BGA, wo wir, glaube ich, weiß ich nicht, in den letzten seit der Spiel ungefähr 25 oder 30 Partien schon weg. Oh Gott. Genau. Ja, und ich habe mir ausgesucht Papers, Please. Papers, Please gibt es für viele Plattformen. Hm. Wer das nicht kennt, das ist so ein altes, Sowjetblock-mäßiges Spiel, wo man einen Grenzposten spielt von einer ausgedachten Republik, Kasok, glaube ich. Und da kommen immer Leute an den Grenzposten und man muss jeden neuen Tag mit neuen Regeln, die Regierung erlassen hat, da sein. Da muss man überprüfen, passt das Bild auf dem Ausweis zu der Person, dann gibt es Einreisedokumente und so weiter. Und umso mehr man schafft, desto mehr Geld kassiert man an dem Tag. Und das braucht man auch, wenn man seine Familie mit durchfüttern muss. Und wenn man dann halt Fehler macht, dann kriegt man Geld abgezogen oder wird irgendwann ins Gulag geschickt. Und das sieht sehr spannend aus. Das klingt erstmal, wenn man sich das anguckt, denkt man so, das kann doch gar keinen Spaß machen. Aber ich finde, es hat einen sehr eigenen Charme. Das erzählt auch eine sehr coole Geschichte dann irgendwie, weil man so diese ganzen, mit wer darf jetzt einreisen, wer darf nicht einreisen. Manche versuchen es dann immer wieder. Die erkennt man dann auch. Dann erkennt man, dass die sich immer wieder versuchen, reinzuschmuggeln. Genau, es ist ein sehr lustiges Spiel, kann ich sehr empfehlen, kann man sehr süchtig nachwerden. Genau, das war Papers, Please. Ja, und dann schlage ich vor, kommen wir doch direkt zum Thema der Woche, also zu der Gezockt-Folge.
Und dann fangen wir doch einfach mal an in der Runde. Tanja, was hast du denn Schönes gezockt im November? Okidoki, dann fange ich mal an. Das war eigentlich ein ganz witziger Zufall. Ich war ja bei der letzten Folge, war ja die OVP-Folge, wo wir ja über Spiele gesprochen haben, die wir noch nicht gespielt haben oder die halt wirklich noch original verpackt sind. Und ich hatte da über Vizekraken gesprochen, dass ich das schon sehr, sehr lange habe, es sogar schon einmal kurz davor war auszuziehen, aber ich es halt noch nie spielen konnte, weil ich die Personen dazu einfach nicht hatte. Ja, und wie der Zufall so will, hat jemand diesen Podcast gehört, der hier in der Nähe wohnt, der hier auch eine Spielerunde hat und mich dann quasi eingeladen hat für eine Neuner-Runde. Also wir waren dann zu neunt. Das war irgendwie dann auch gefühlt kurz danach. Und da durfte ich dann zum ersten Mal Vizekraken spielen. Und ich war Pirat. Ja, oh. Also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe vorher selber die Regeln auch nochmal gelernt, sodass ich dann so ein bisschen vorbereitet auch dann war. Wobei da auch mehrere waren, die halt das Spiel nicht kannten. Und es hat wirklich Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, wie wichtig da eine gute Runde ist. Also wir haben sehr viel diskutiert, wir haben sehr viel uns sofort also beschuldigt. Ich war ja eigentlich sehr neu in dieser Runde, also die anderen kannten sich ja schon, also hatte ich schon ein bisschen Bammel am Anfang, aber das war einfach super. Und ich habe wirklich versucht, aber irgendwie war ich zu nett als Pirat. Also ich habe immer den richtigen Weg genommen, weil ich nicht zu sehr auffallen wollte, aber die haben auch bis zum Schluss nicht gedacht, ich wäre ein Pirat, aber ja, am Ende, aber es war sehr knapp. Also wir hatten am Ende unser Schiff wirklich komplett, also ganz, ganz vorne, wo du dann ja wirklich irgendwie links den sicheren Hafen, dann hat die Mitte den Kraken oder was auch immer und rechts dann ja, glaube ich, dann, oder irgendwie andersrum, ich weiß nicht genau. Genau, andersrum, genau. Genau, aber halt den letzten Part und da war eigentlich nur noch wirklich, alles war offen. Also das war wirklich eine sehr gute Runde. Hat Spaß gemacht, schön. Und das Spiel bleibt im Regal. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Also habe ich auch schon gespielt. Es steht auch bei uns im Regal. Ich ärgere mich, dass ich damals auf Kickstarter nicht die Deluxe-Version unterstützt habe. Die hätte ich schon irgendwie gerne gehabt. Ja, der hatte auch die Deluxe-Edition. Das war schon richtig cool. Die ist schon schön, genau. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, das ist ein Social Deduction-Spiel, ne? Und man hat im Prinzip, ich finde, es ist das bessere Secret Hitler, weil man im Prinzip dasselbe hat. Man hat zwei Wegekarten, die zusammengestellt werden aus Vieren. Das ist einmal der Navigator und der Lieutenant und der Captain. Genau, ne? Wir haben immer gesagt, der erste Offizier und der Navigator, erste Offizier, haben wir immer gesagt. Genau. Und die haben halt auf diesen Karten sind halt Himmelsrichtungen drauf und dann legt man jeweils einen rein, schüttelt die in so einer Kiste und gibt die dann zurück und in die Richtung, wie da am Schluss übrig bleibt, da wird dann am Schluss gefahren. Dann bleibt dann nachher einer übrig und dann versucht man darüber rauszukriegen, wer jetzt zu welcher Fraktion gehört. Und es gibt Piraten, es gibt normale Seeleute und es gibt auch Kultisten, ne? Genau. Ja, bei uns gab es drei Piraten. Also ganz am Anfang ist ja so wie bei Werwölfe, man macht ja die Augen zu und dann machen ja die Piraten die Augen auf, damit man genau weiß, wer jetzt mit einem im Boot ist. Also ich wusste schon sehr früh, wer meine zwei Mitstreiter waren. Die waren auch ein bisschen auffälliger als ich, glaube ich. Also der eine war andauernd betrunken. Also er hatte immer die Karten am Ende mit dem Weg, dass er betrunken war. Und der andere, der wurde, glaube ich, später... man hat ja immer diesen einen Moment, wo man dann jemanden opfert bei der Krake. Und der wurde nachher geopfert, weil die ihn auch für einen Piraten hielten, was ja auch stimmt. Genau, ja. Und bei der Krake, können die Kultisten gewinnen, wenn der Kultistenanführer sich da schafft, dass er da geopfert wird. Ne? Das ist so ein bisschen so der Kniff an der Sache. Mhm. Der kann da gewinnen. Ja, wie findest du so das Material von Feed the Kraken? Weil da gab es ja auch schon mal so Diskussionen, dass das vielleicht zu groß oder zu viel wäre für so ein Social-Deduction-Spiel. Ach, was ist denn schon zu viel? Also ich fand das, also er hat ja die Deluxe-Edition gehabt, ich selber habe nur die ganz normale Edition. Ich finde beides ist okay, aber es ist natürlich schon cool. Also du hast natürlich, wenn du jetzt Erster Offizier und Navigator bist, dann kriegst du ja richtig so ein Steuerrad und alles Mögliche als haptisches Objekt. Das hast du halt nicht, wenn du die Retail-Version hast. Aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt, also da habe ich schon übertriebenere Spiele gesehen. Ja, absolut, muss ich auch sagen. Und war ja so, dass es rausgekommen, ich glaube 2022 ist das ausgeliefert worden. Und dann, nein, es war echt lange in meinem Regal. Genau, und dann war das aber gefühlt lange, wurde das auch nicht so irgendwie öffentlich gezeigt. Und ich habe das Gefühl, so seit Anfang des Jahres sieht man das so vermehrt, seit auf Instagram oder auch auf, wir sind auch sehr aktiv ja auch, Funtail Games auf den Messen. Also ich habe das Gefühl, die haben da schon
viel gemacht. Vor allen Dingen durch, die bringen ja auf die Messen dann immer diesen riesen Feedback-Rakentisch mit. Und der ist schon sehr nice. Hast du den dieses Jahr auf der Messe auch gesehen oder in Berlin vielleicht? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Aber ich habe das später in Videos und Fotos gesehen. Genau, ja, das ist schon. Ja. Ich glaube, dann folgt ihr anderen Accounts. Also ich habe Feed the Kraken doch relativ häufig gesehen. Schon. Genau. Also seit diesem Jahr, oder? Nee, auch schon länger. Also okay. Gerade bei den Amerikanern, meine ich, könnte ich mir vorstellen, dass daran liegt oder so. Aber ich glaube, ich habe das schon öfter gesehen, doch. Ja, das freut mich auch sehr, weil ich mag den Verlag auch sehr gerne von Telegames, dass die da so ein bisschen Hype jetzt abkriegen, ja. Und ich finde es eins der schönsten Social Deduction Spiele, weil es an sich sehr simpel ist. Mhm. Und aber gleichzeitig auch diesen Flair mitbringt und man kann immer Arr sagen. Ja. Und jemand die Zunge abschneiden. Ja, oh, das ist super. Oh, das haben wir auch gemacht, ja. Kannst du das kurz erklären? Oh, das war schon cool. Ah, das ist ja, wenn du diese Karten ziehst mit diesen, also am Ende, wie du ja gesagt hast, hast du ja diese zwei Karten und dann entscheidet man sich ja für eine Richtung. Und auf diesen Karten sind immer so Aktionspunkte drauf, die man dann ja abhandeln muss. Und unter anderem gibt's dann halt auch diese, oh, ich weiß nicht mehr, wie man dazu kommt. Also du kannst ja auch die Kajüten deiner Mitspieler untersuchen, dann weißt du, was für eine Gesinnung sie haben. Und irgendwann kommt man halt auch zu so einem Punkt, wo du halt jemanden die Zunge abschneiden kannst, was auch so eine Aktion dann quasi ist. Und dann darf der Captain, ich glaube, das ist der Captain, der darf dann halt sich eine Person aussuchen, die dann halt die Zunge, also der darf dann nicht mehr reden. Er darf dann im ganzen Spiel einfach nicht mehr reden. Ja. Das ist schon witzig gewesen. Boah, das ist mies. Vor allen Dingen, das ist auch voll gut, wenn man zum Beispiel Pirat ist und jemanden dabei hat, der vielleicht dabei ist, sich zu verraten irgendwie. Und dann kommt das, dann kann man das auch nutzen, um quasi dafür zu sorgen, der kann jetzt gar nicht mehr angeklagt werden, weil der kann ja sich sowieso nicht verteidigen. Also, ne, das ist schon spannend. Also. Ja. Oder jemand, der sehr gut ist, im Rausfinden, wer jetzt hier die Piraten sind oder wer der Kultist ist und so weiter. Ja, schon spannend. Genau. Und also kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr die Chance dazu habt. Wir haben es schon zu fünft gespielt und zu acht mehrere Male. Und ich finde, so 8-9 ist schon echt cool bei dem Spiel. Also wir waren auch zu neunt und das war schon echt gut. Wir waren ja drei Piraten, ein Kultist und der Rest waren ja die. Der Kultist war ein bisschen traurig, dass er gar nicht diese Aktionskarte hatte, dass er jemanden umwandeln kann, weil das kannst du im Spiel ja auch. Du kannst ja, also als Kultistenführer kannst du ja jemanden umwandeln. Ja. Das hätte ich aber auch gerne miterlebt, dass dann, also das wäre schon cool gewesen. Aber das war ein echt gutes Erlebnis. Ja, das ist sehr schön. Also ich mag das auch bei Human Punishment, wenn man dann Legion wird. Ich mag so diese ich sag mal ein bisschen gruseligen Kultisten oder We Are Legion Sachen finde ich schon sehr cool, wenn das so passiert und man dann so auf einmal eine dritte Partei ist. Ja, sehr schön. Ja, cool finde ich aber auch die Geschichte, dass praktisch BGT Spieler zusammenbringt. Oh ja, stimmt, da können wir auch noch drauf eingehen. Das können wir nochmal. Also das hat mich auch sehr gefreut. Also der hat mich dann auch bei Insta angeschrieben und dann hat er gesagt, dass er halt die Folge gehört hätte. Und das war dann auch so, dass wir hier in unserem Ort, also in meinem Ort hier, gerade das Spieletreff, das ist einmal im Jahr so ein großes, so zwei, drei Tage. Und da ist er auch Erklärer. Und ich sag mal liebe Grüße an dich, Björn, wenn du es hörst. Und dann hat er mich einfach angeschrieben. Das fand ich auch ziemlich nett. Ja, liebe Grüße, Björn. Genau, liebe Grüße, Björn. Gutes Erklären und wenn du das hier hörst, schön, dass du die Tanja an Feed the Kraken rangebracht hast. Und manche wollten den Kraken füttern und um ihn zu füttern, muss man ihn erstmal rufen. Und der Lars hat auch nach einem Spiel gerufen. Ja. Super. Es hat tatsächlich auch mit Piraten und Seefahrt zu tun. Das Spiel heißt Call of Kilforth. Und das ist so das dritte Standalone dieser Kilforth-Reihe. Es gibt ja auch noch Shadows over Kilforth, glaube ich, heißt es. Und Gloom of Kilforth ist das erste. Und das ist so ein Story-Spiel. Also man wählt sich am Anfang eine Klasse und eine Rasse. Also es gibt verschiedene Völker, ist halt so High Fantasy auch. Und dann wählt man auch noch einen Weg des Schicksals sozusagen. Und der Weg des Schicksals besteht aus verschiedenen Kapiteln und die muss man erfüllen, indem man entweder Aufgaben erfüllt
oder bestimmte Ressourcen sammelt. Die Ressourcen sammelt man, indem man Encounter-Karten bekommt. Und das Ganze spielt sich ab auf einem 25 Karten großen rechteckigen Feld. Und die Karten sind alles Locations. Die sind auch nie gleich hingelegt, sondern das wird eigentlich immer durchgemischt. Und dadurch ist die Welt immer eine neue. Das Einzige, was gleich bleibt, sind die Ozeanfelder. Die müssen immer am Rand liegen. Ja, und dann läuft man halt herum auf diesen Locations und man hat dann praktisch immer einen Zug mit mehreren Aktionen. Das heißt, man kann sich dann bewegen, man kann eine Aktion ausführen, die einem die Location dann vorgibt praktisch. Und dann kann man auch, also man zieht auch immer einen Encounter, wenn man eine Location betritt. Dann kann man mit den Leuten handeln oder kämpfen oder irgendeine andere Aktion mit denen machen. Ja, und man muss aber seine Aktionen auch relativ gut einteilen, damit man möglichst viel an einem Tag schafft. Denn wenn die Aktionen durch sind, dann kommt die Nacht und dann wird irgendwo auf dem Spielplan ein Feld ja mit Gloom belegt. Und dann wird die Karte umgedreht und ist dann so in so einem grauen Nebel praktisch gefangen. Und dann gibt es auch noch so einen Night Encounter, den man dann eventuell abhandeln muss. Manchmal sind das aber auch Gegner, die irgendwo anders auf der Karte dann erscheinen. Ja, und das ist auch so ein Spiel ein bisschen gegen die Zeit. Denn wenn alle Felder mit Loom belegt sind, hat man verloren. Und Ziel des Spiels, um zu gewinnen, ist halt seine Story, also seinen Schicksalspfad zu erfüllen und am Ende einen Bossgegner zu besiegen. Ja, und diese Encounter-Karten, die man so zieht, und da sind immer Symbole drauf oder eben Keywords wie zum Beispiel Waldlande oder Gebirge. Und es kann sein, dass man eben für ein Kapitel, um das Kapitel zu erfüllen, dass man dann jeweils eine Karte mit Ozean, Gebirge und Waldlanden zum Beispiel haben muss. Und dann kann man die praktisch abgeben und dann hat man das Kapitel erfüllt. Ja, und ab und zu gibt es eben auch noch dann so Kapitelbosse oder andere Proben. Die Proben werden auch mit Würfeln gemacht. Die Figuren haben halt verschiedene Werte und verschiedene Spezialeigenschaften. Man kann Verbündete bekommen, man kann Items finden, man kann Zaubersprüche sprechen. Das Ganze, fand ich, fühlte sich so ein bisschen nach dem Arkham-Horror-Kartenspiel auch an, da man sich eben auf so Kartenlocations bewegt und immer diese Encounter-Karten bekommt. Ja, was man halt nicht hat, ist so ein Deck oder so, sondern du hast ein paar Karten, die du benutzen kannst. Und da muss man dann eben auch wieder auswählen, möchte ich mir diese Karte aufheben, damit ich mein Kapitel fertig bekomme, oder möchte ich sie jetzt ausspielen, um dadurch irgendeinen Vorteil zu bekommen? Ja, und das ist so das Spiel. Es ist nicht ganz so immersiv wie immersiv. Also es zieht einen nicht ganz so in die Story wie Arkham Horror zum Beispiel. Aber es ist auch ganz cool. Ja, und das Ganze spielt eben in so einer Inselwelt, sage ich mal. Also so wie das goldene Zeitalter der Piraten. Und dementsprechend sind die Charaktere auch, hast du so Kopfgeldjäger, Piraten eben, irgendwelche Marineleute und solche Sachen. Ah, spannend. Jetzt steht hier bei BGG steht 1-4 Spielende, und aber am besten alleine. Was sagst du, auch sollte man solo spielen oder kann man ruhig mit Freunden zusammen oder Freundinnen zusammen am Tisch spielen? Jein. Ich habe es bisher nur solo gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit Freunden Spaß macht. Also ich spiele zum Beispiel auch gerade, aber da komme ich später noch zu, ein Spiel mit Freunden in der Art. Und ja, das macht gerade sehr viel Spaß, auch wenn ich das Spiel sonst immer solo gespielt habe.
Kann ich mir schon vorstellen. Es gibt dann auch verschiedene Varianten. Man kann es halt competitive dann auch spielen, also gegeneinander irgendwie noch. Und man kann auch kooperativ gegen das Spiel dann auch spielen. Genau. Aber cool. Gibt es nur auf Englisch, oder? Also ich komme es gerade nicht so schnell sehen, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch bisher. Leider sind diese Spiele nicht irgendwie so bekannt geworden, glaube ich, bis jetzt. Also ich kenne es, weil ich dem Sword and Board Games auf Instagram folge. Das ist ein Hawaiianer und der spielt fast ausschließlich Solo-Games und der hat mich eigentlich schon an sehr, sehr viele Spiele herangebracht, die ich jetzt besitze, weil einfach, ja, also es hat halt angefangen so in der Lockdown-Zeit, ne, da habe ich dann das Arkham Horror Kartenspiel und Marvel Champions und so. Und das kam eigentlich auch alles so mit durch ihn, also durch seinen Influence. Das ist schon dabei gewesen, ja. Sehr viele Spiele. Ja, und du hast gerade gesagt, es gibt ja mehrere aus der Reihe. Hast du die alle gespielt und mit welchem sollte man anfangen, wenn man jetzt anfängt? Kann ich nicht sagen, weil ich die anderen nicht gespielt habe. Ah, okay. Ich habe jetzt nur das genommen, weil es gerade als Kickstarter erhältlich war. Gut, und dann wollte ich jetzt auch nicht all in gehen gleich direkt, wenn man es noch nie in der Hand gehabt hat. Weil man kann natürlich in solchen Kampagnen dann auch alles andere, was es schon gibt, nachkaufen. Ne? Sekunde. Ich höre gerade einen Schrei aus Ratingen, weil du gesagt hast, dass du nicht all in gegangen bist. Ich glaube, gerade der Schlag getroffen. Ja, ich habe einen bösen Olli vor mir gesehen im Geist. Lieber Petros, natürlich habe ich die wunderschöne, riesengroße Playmat dazu genommen. Und dann noch ein Schocker für alle Zuhörer. Ich habe die Minis nicht genommen. Wie das? Warum hast du die nicht genommen? Ich fand die nicht so hot. Ich fand die nicht so gut, dass ich sie unbedingt haben wollte. Okay. Ja, das ist ja mal gut. Also, ich meine, wenn sich jemand bei uns mit Minis auskennt, dann du. Und wenn du sagst, jo, ist halt nicht so das Wichtigste an dem Spiel oder braucht man vielleicht auch nicht, ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man sich da das Geld sparen kann. Und weißt du, ob es das gerade irgendwie käuflich erhältlich gibt, entweder im Retail oder im Sekundärmarkt? Schon mal geguckt? Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, man kann es bei denen bestellen, aber das dann halt wieder in Amerika. Und ich glaube sonst, ich glaube, ich habe es auch noch, also bei uns im Spieleladen noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob es das vielleicht auf dem Second-Markt irgendwo gibt bei eBay. Könnte sein. Ja, ich sehe jetzt auch gerade nur auf dem Geek-Market irgendwie das Fantasy-Game aus den Niederlanden für zwischen 80 und 110 Euro. Das ist so die schnelle Recherche. Ja, aber spannend, das Call of Killforth. Fantasy Quest Game. Spannend. Könnt ihr ja mal erzählen, ob ihr vielleicht auch da mitgemacht habt bei dem Kickstarter, bei der Kampagne und dann die anderen gespielt habt. Würde mich interessieren, ob es da Hörende da draußen gibt, die das andere gezockt haben. Genau. Wenn wir dann so über neue Spiele sprechen, durfte ich auch ein neues Spiel spielen. Ich habe nämlich Age of Innovations gespielt und das ist ja in dieser Reihe von Terra Mystica, Gaia Project und jetzt Age of Innovations. Ich mag Gaia Project sehr gerne. Ich mag auch Terra Mystica, finde Gaia Project einmal wegen dem Setting und aber auch wegen dem Gameflow ein bisschen schöner als Terra Mystica und habe mich deswegen jetzt gefreut auf Age of Innovations. Und muss sagen, wer die beiden anderen Spiele kennt, der wird sich in Age of Innovation total wohlfühlen. Ist sehr ähnlich, also vor allen Dingen vom Design her dann wie Terra Mystica. Wir können es von 1 bis 5 Spielende spielen. Wir haben es jetzt zu viert gespielt. Ich glaube, ich würde es auch nicht zu fünft spielen, weil wir zu viert schon über 2 Stunden gebraucht haben, wobei wir ohne großartige AP-Spieler, also ohne Analyse-Paralyse-Spieler gespielt haben. Also das ging schon alles sehr flott. Nichtsdestotrotz waren es dann doch über 2 Stunden, die wir gespielt haben. Und wir sind ein Volk, was diesmal schön ist, die Völker und die Hauptstädte zu den Völkern.
Und die Fähigkeiten sind nicht festgelegt, sondern wir haben, wie man das bei Terra Mystica kennt, Farben von Ländern. Das sind halt unterschiedliche Länder wie Wasser, Sumpf, Gebirge, Feld und so weiter. Und die stellen wir zusammen mit Anführern und diese Anführer geben uns spezielle Fähigkeiten, die wir nutzen können. Und dann können wir auch noch unsere Hauptstadt oder freischalten. Und wenn das freigeschaltet ist, erst dann entscheiden wir in so einem Kaufsystem, also wer zuerst da ist, der kauft sich auch zuerst, was für eine Fähigkeit unsere Hauptstadt oder unser Volk ab dann haben soll. Also das ist so ein bisschen flexibler, als es dann bei Gaia Project zum Beispiel ist. Und gibt nochmal so einen neuen Twist da rein und ja, dann wie auch bei Gaia Project Terra Mystica versuchen wir zum einen uns natürlich auf der Landkarte auszubreiten, versuchen Städte zu bilden in dem Fall, also was ja bei Gaia Project Allianzen sind und mit diesen Städten kriegen wir dann Siegpunkte und Bonusmarker, womit wir dann wieder stärkere Aktionen haben und versuchen natürlich dann auch möglichst gewinnbringend unsere Gebäude zu platzieren, so dass wir immer eine schöne Engine auch am Laufen haben, genug Ressourcen von allem haben und dann natürlich auch so Wissenschaftsleisten nach oben zu gehen, die in dem Fall auch, glaube ich, so Wissenschaftsleisten waren. Das bin ich mir gar nicht sicher, was das war. Und ja, und auch da wieder Boni abzugreifen und Punkte abzugreifen. Und ja, dazu kommen dann noch andere Dinge, die wir mit anbauen können. Und insgesamt war das so, dass es wirklich ein sehr fluffiges Spiel ist, wirklich sehr gut. Für mich ist klar, ich habe Gaia Project und das Upgrade von Gaia Project zu Age of Innovation ist jetzt nicht so hoch, dass ich Age of Innovation unbedingt brauchen müsste. Wenn ich aber eingeladen werde, das mitzuspielen, bin ich sofort dabei. Also wir haben auch wieder den Machtkreislauf, wo wir Machtpunkte hin und her schieben, darüber Aktionen machen können. Das war sehr spannend, weil mein Volk und meine Fähigkeiten waren dann darauf ausgelegt, dass ich diese Machtscheiben sehr rotieren konnte und habe die sehr gut auch in Kreislauf gebracht und konnte damit im Prinzip, wir haben dann so eine Reihe, wo diese Machtaktionen verfügbar sind, jede Aktion kann nur einmal pro Runde von einer Partei genutzt werden und danach sind die für alle anderen auch gesperrt und da konnte ich relativ zügig dann ab der Mitte des Spiels immer so 3/4 dieser Machtaktionen einfach durchballern und den anderen die schnell wegschnappen. Und habe dann auch damit deutlich gewonnen. Und das war schon sehr spannend zu sehen, wie das so gut funktioniert hat und wie meine Erfahrung bei Gaia Project da einfach sehr geholfen hat, weil man sich da schon sehr wohl fühlt. Also wer Gaia Project mag und sagt, boah, ich muss unbedingt jetzt auch noch ein zweites Gaia Project in einem anderen Setting haben, für den ist das eine sehr gute Empfehlung. Wer Gaia Project nicht mochte wegen dem Setting, für den ist das sowieso eine Empfehlung, weil es jetzt so ein Fantasy-Setting hat. Und wer Terra Mystica hatte und sagte, oh, ich habe Gaia Project ausgelassen, weil das war mir zu nah dran, der kann ich sagen, dann könnt ihr euch auch Age of Innovation mal gucken, weil ich glaube, gegenüber Terra Mystica bringt das schon einiges an Unterschied einfach mit. Es ist nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, deutlich tiefer und deutlich intensiver, was das ganze Gameplay angeht. Das könnte dann schon spannend für euch sein. Genau. Ja, das ist so Age of Innovation. Tolles Spiel, mittlerweile ein Weight von 4,28, also wirklich auch sehr hoch angesehen bei BGG und eine Wertung von 8,9. Ja, wirklich sehr schönes Spiel. Habt ihr das schon mal gespielt? Nee, habe ich noch nicht gespielt. Keins von den dreien. Ich habe Terra Mystica gespielt und jetzt muss man ja auch schon sagen, Terra Nova, das gehört dann quasi auch schon dazu. Das habe ich auch gespielt. Terra Mystica hat mir gefallen, wobei ich echt Probleme habe mit diesen, das heißt Probleme, aber man hatte einfach gefühlt gar nichts am Anfang. Also ich hatte kein Geld, ich hatte keine Arbeiter, ich hatte keine Mönche oder wie die Typen da auch heißen. Genau. Und jedes Mal habe ich mir überlegt, oh, wie kriege ich das jetzt? Nee, kann ich nicht, das fehlt mir. Also ein richtiges Mangelspiel quasi. Und das stört mich dann doch ein bisschen, wenn ich dann nicht, war wohl trotzdem ganz gut. Ja, da kann ich dir sehr, also das habe ich festgestellt, als ich angefangen habe, mit Gaia Project zu beschäftigen. Also das ist ein Spiel, was wirklich am Anfang eine sehr flache Lernkurve hat und irgendwann steigt die dann steil an. Also das ist schon ein Spiel, was also zumindest ich mir sehr hart erarbeiten musste auch. Und ich spiele dann Gaia Project auch in der App und das ist für mich so ein
so ein schönes Ding, was ich auch, also ungefähr einmal die Woche spiele ich das auf der App dann so eine Partie. Weil es dann doch einfacher geht als, ist dann so eine halbe Stunde bis Stunde, dann ist es durchgespielt, ist dann doch einfacher, als es auf den Tisch zu stellen und solo zu spielen. Und wenn ich mit meiner Frau spiele, dann spielen wir ja meistens sowieso in anderen Gruppen. Und dann haben wir Gaia Project lange jetzt nicht mehr gespielt, muss dieses Jahr eigentlich auch noch mal auf den Tisch kommen. Genau, aber das war Gaia Project. Bin mal gespannt, ob da irgendwer erzählt und mich widerlegt und sagt, nein. Also wer Terra Mystica hat, der sollte auf gar keinen Fall Age of Innovation, nicht Gaia Project. Bin ich selber durcheinander gekommen. Der sollte Age of Innovation gar nicht spielen. Oder Leute, die sagen, nee, total richtig, Age of Innovation auf jeden Fall spielen, wenn man Terra Mystica gespielt hat. Genau, ja. Und dann geht's bei Tanja weiter mit, könnte ich mir vorstellen, mit einem etwas fantasievolleren Spiel, oder? Okay, dann gehen wir jetzt zuerst in die Schiene. Genau. Und zwar Stella aus dem Dixit-Universum. Und zwar habe ich das jetzt im November häufiger gespielt, weil ich gesehen habe, dass es das auf Board Game Arena gibt. Also ich muss dazu sagen, es ist ein Dixit-Spiel. Also ich glaube, Dixit kennen schon so ein paar Leute. Also das ist ja ein Spiel einfach mit wunderschönen Karten, wo man einfach eine Verbindung herstellt mit bestimmten Wörtern oder mit bestimmten Sätzen. Also bei Dixit ist es ja so, dass du halt, wenn du jetzt der aktive Spieler bist, dann halt deine Karten anguckst, ein Wort nennst oder einen Begriff oder einen Satz, den du damit verbindest. Und dann versucht jeder andere Spieler halt auch solche Karten irgendwie bei sich rauszusuchen. Die werden dann ausgelegt, natürlich aber erst gemischt, sodass niemand weiß, welche Karte vom aktiven Spieler kommt. Dann liegen dann eine bestimmte Anzahl von Karten aus und dann versucht jeder Spieler zu erraten, welche Karte dem aktiven Spieler gehört. So ist Dixit. Ich muss aber sagen, dass Dixit an sich mir gar nicht so sehr gefällt, weil ich Stella nämlich viel besser finde. Also von dieser Art. Gespannt. Ja, also von dieser Art von Spiel muss ich noch mal ganz kurz erwähnen: Detective Club ist ein ziemlich gutes Spiel. Also das sollte man auch noch mal unbedingt ausprobieren, wenn man auf solche Arten von Spiel steht. Auf jeden Fall Stella. Das ist nämlich so: Es ist auch ein Spiel, was man gegeneinander spielt. Es liegen 15 Karten offen aus. Das sind genau die gleichen Dixit-Karten. Also man kann jede Erweiterung von Dixit quasi nehmen und es mit diesen mit Stella quasi spielen. Also es liegen 15 Karten aus und es wird dann ein Begriff quasi. Also es gibt so ganz viele Karten, wo Begriffe draufstehen, wie zum Beispiel Unabhängigkeit oder alles Mögliche, Vampir, also jede Art von Wörtern, die man sich so vorstellen kann quasi. Ja, so eine Karte wird halt aufgedeckt und dann muss jeder Spieler für sich überlegen, welche dieser 15 Karten verbindet er mit diesem Wort. Zum Beispiel jetzt, wenn da jetzt das Wort Unabhängigkeit ist und da liegen 15 Karten, dann versucht jeder Spieler zu gucken, okay, welche Karte verbinde ich damit? Und ich hoffe, dass andere Spieler auch diese Karte damit verbinden. Denn am Ende kriege ich nur Punkte für die Karten, die auch andere Spieler wählen. Also diese Wahl dieser Karten trifft auch jeder heimlich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, dann macht man einfach so viel es geht und hofft, dass einfach andere Spieler das auch machen. Aber der Gag ist, dass du halt, also ich kann das jetzt, das führt zu weit, wenn ich das erkläre, aber wenn du zu viele Karten wählst, dann verlierst du nachher Punkte. Oder kann es halt dazu kommen, dass du Punkte verlierst. Dann ist man zu gierig gewesen quasi. Also versucht man schon, Karten zu finden, die hoffentlich ein anderer Spieler auch hat. Und ich finde einfach, das Spannende an diesem Spiel ist, wenn jeder sich diese Karten ausgewählt hat. Zum Beispiel habe ich jetzt 5 Karten ausgewählt. Und dann, wenn ich jetzt der aktive Spieler dran bin, dann muss ich nämlich eine dieser Karten jetzt nennen. Dieser 15 ausliegenden Karten. Und dann hofft man einfach nur in diesem einen Moment, bitte, irgendeiner muss auch diese Karte gewählt haben. Und dann nimmt man etwas für sich selber, so Offensichtliches, wo man denkt, komm, ist ja wohl logisch, ist doch so klar. Und dann nimmt das keiner von denen. Und das Problem ist, wenn das am Anfang schon passiert, du bist danach für die Runde komplett raus. Also das Spiel an sich geht noch weiter. Also es ist das Spiel besteht aus 4 Runden. Aber du bist für diese eine Runde, bist du raus. Du kannst keine Punkte mehr machen. Und dann hat man so richtige Momente, wo man so denkt, so, Alter, echt jetzt? Das ist zum Beispiel jetzt mit dem Wort Unabhängigkeit. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Da war ein Pferd mit Flügel. Ich bitte dich, Pegasus. Das ist doch sowas von ein Unabhängigkeitskartending. Und das haben meine Mitspieler nicht gewählt. Ja. Haben die das nicht gewählt, weil sie dich ärgern wollten oder? Die kriegen ja auch Punkte. Also das ist nämlich das Interessante. Wenn ich jetzt nämlich als dieses Pferd halt wähle und meine Mitspielerin hätte es auch gewählt, dann würden wir beide Punkte bekommen. Also es liegt eigentlich in allem Interesse, dass man ungefähr die gleichen Karten hat. Ja.
Ich weiß ja nicht, was da noch so für Karten lagen. Aber meine Top-Wahl wäre es vielleicht auch nicht gewesen. Ach komm, es ist ein Pferd mit Flügeln. Also bei Unabhängigkeit, wenn da eine Schriftrolle gewesen wäre, hätte ich die genommen. Wegen der Unabhängigkeitserklärung. Ja, okay, das ist ja... Sowas, ne? Ja. Irgendwie so solche Sachen. Oder jemand mit einem Zylinder, den hätte ich auch genommen. Ja, so. Ich weiß ja nicht, was da noch lag, aber ja. Ja, und jeder denkt dann halt einfach ein bisschen anders. Und das ist dann interessant bei dem Spiel einfach zu sehen, dass du so hoffst und denkst so, das ist doch so klar, dass man diese Karte eigentlich nehmen müsste. Ja, für dich ist es klar, aber für die anderen halt nicht. Ich würde wahrscheinlich beim Zylinder nicht auf Unabhängigkeit kommen. Und dann würdest du mir dann sagen, ja, hallo, das ist doch so logisch. Ja, und das ist halt der Gag an dem Spiel. Und das ist bei Board Game Arena super umgesetzt. Weil wenn du dann eine Karte auswählst, die du gewählt hast, wie zum Beispiel ich jetzt mit meinem Pegasus-Pferd, dann die App oder halt das Programm, das sagt dir nicht sofort, ob es das ist oder nicht, sondern es wartet ein paar Sekunden. Dann steht da oben Enthüllung und du wartest ein paar Sekunden und dann kommt es halt raus. Okay. Also das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Spannend. Und kann man das auf BGA gegen eine AI spielen? Nee. Nee, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Also man kann es auch erst ab drei Spieler spielen. Aber es funktioniert auch schon sehr gut ab drei Spieler. Ich finde, bei Dixie zum Beispiel war drei Spieler jetzt eher nicht so gut. Detective Club zum Beispiel, das ist ja auch das andere gute Spiel. Das kann man, finde ich persönlich, erst ab fünf Personen spielen. Aber Stella funktioniert schon super zu dritt. Ja. Ja, ich habe gerade die Karten mir angeguckt und ich habe Dixit gespielt bisher, Stella habe ich noch nicht gespielt, aber die erinnern mich schon sehr an Dixit auch, also von dieser fantasievollen Aufmachung. Das ist einfach, meine Frau schleicht da immer rum um Dixit, weil sie sagt, wir werden es nicht spielen, aber sieht einfach wunderschön aus, die Karten. Das stimmt. Ist es ja auch, ist Lords of Dixit auch dabei? Es ist auch in dieser Reihe? Nee, das ist, glaube ich, ein ganz anderes. Nee, also. Okay. Ja, nee, also ich. Sieht sehr spannend aus. Vielleicht schlage ich das mal vor. Wir haben bei uns, sind ja eine Remote Company und wir haben alle zwei Wochen freitags haben wir eine kleine Pause zusammen, wo wir eine halbe Stunde Brettspiele auf BGA spielen. Vielleicht schlage ich das mal vor. Ist das so zu schaffen in einer halben Stunde? Das klang jetzt so, als wäre das machbar. Das kann man wirklich machen, ja. Das sind nur vier Runden und wenn man schnell spielt, dann ist das ratzifatz. Also man muss es ja auch selber nicht aufbauen. Das macht ja alles BGA für einen. Doch, das ist machbar dann, ja. Ja, sehr schön. Ja, weil sonst spielen wir da so oft, sehr oft Codenames zum Beispiel oder Just One genau, aber dann könnte das vielleicht auch mit dazu passen. Ja, sehr spannend. Und von der Fantasie gehen wir jetzt so ein bisschen weg und gucken uns mal so ein bisschen was mit Würfeln an, oder, Lars? Genau, auch wieder mit Karten, aber auch mit Würfeln. Und zwar habe ich 20 Strong gespielt. Und da sind wir auch von der Fantasie weg in dem Fall, denn ich habe das Standardspiel gespielt und da befindet man sich auf dem Mond. Das Szenario heißt Solar Sentinels und man bekämpft Aliens auf dem Mond, die sonst fieserweise die Erde überfallen würden. Und da ist es so, man wählt sich am Anfang einen Helden. Jeder Held hat verschiedene Fähigkeiten und nachdem ich das gespielt habe und mir dann alle Helden nochmal angeguckt habe, war ich etwas enttäuscht. Denn meiner Meinung nach kann man nur die Valkyrie MK7 wirklich gebrauchen, was die Fähigkeiten angeht. Ich hoffe, dass das in anderen Szenarien ein bisschen besser geregelt ist mit den Helden, dass man da auch wirklich mal andere nehmen kann. Ich habe auch mit dem Ray drüber gesprochen. Der hat das ja auch schon sehr viel häufiger gespielt. Und der hat mir da auch völlig zugestimmt. Naja, egal. Man wählt einen Helden, dann hat man drei Stapel mit Aliens, von denen immer die erste Karte aufgedeckt wird. Dann hat man verschiedene Stats auf seinem Helden. Und zwar hat man einmal die Lebenspunkte, dann hat man einmal die Anzahl der Würfel, die man pro Encounter werfen darf. Und zum Schluss hat man noch die Anzahl der Würfel, die man nach dem Encounter wieder in seinen Pool bekommt. Denn geworfene Würfel werden am Ende exhausted. Also die werden rausgenommen aus dem Spiel erstmal. Und ja, man kriegt immer nur eine bestimmte Anzahl wieder. Ja,
Und naja, man muss sich eben gegen diese Encounter zur Wehr setzen. Jede Runde muss man mindestens einen bekämpfen. Manchmal haben die als Spezialfähigkeit zum Beispiel, du nimmst den und der holt noch einen zweiten dazu. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt einmal Encounter, die kann man nehmen. Und dann gibt es welche, die musst du nehmen, wenn sie oben liegen. Also es ist immer die oberste Karte von den drei, jeden Stapel von diesen drei Stapeln ist aufgedeckt. Und man kann sehen, was da liegt. Und wenn dann nur Monster da sind, die man auswählen kann, dann nimmt man am besten halt den schwächsten. Es sei denn, man möchte unbedingt einen bestimmten Stapel abarbeiten, weil man da schon einige weggemacht hat. Denn man darf erst an den Boss ran, wenn mindestens einer dieser Stapel erledigt wurde, also komplett leer gemacht wurde. Das funktioniert so, also du nimmst diesen Encounter und dann suchst du dir aus einem Pool Würfel aus und es sind 20 Würfel in dem Pool, deswegen heißt das Spiel 20 Strong. Und es soll 20 Szenarien geben, wenn die Sache durch ist. Also da kommen immer drei pro Kickstarter anscheinend. Auf jeden Fall nimmst du aus diesem Pool von 20 Würfeln verschiedenfarbige Würfel und je nach Farbe haben die bestimmte Qualität, also Anzahl an Hitmarkern, also Anzahl an Trefferergebnissen sozusagen. Und ja, dann versuchst du eben die Lebenspunkte des Monsters wegzuwürfeln. Und dann versuchst du eben so viele Würfel wie möglich am Schluss wiederzubekommen, denn ja, du musst halt wirklich ziemlich viele Encounter erledigen und der Boss-Encounter hat es auch nochmal richtig in sich. Deswegen ist es da ganz wichtig, möglichst wenig Würfel für jeden Encounter auszugeben, beziehungsweise auch besondere Fähigkeiten oder Items, die man findet, wenn man Monster besiegt, richtig auszunutzen, um Würfel wiederzubekommen. Und auch da kann das Timing sehr wichtig sein. Denn es gibt dann zum Beispiel so Items, damit bekommt man alle blauen Würfel wieder. Und das sollte man natürlich nicht machen, wenn man erst einen blauen Würfel verbraucht hat. Du kannst aber nur drei Items oder Fähigkeiten zur Zeit haben. Du kannst allerdings austauschen. Also wenn du eine neue kriegst, kannst du eine weglegen und die neue nehmen. Aber du kannst halt immer nur drei haben. Okay. Genau, und was gibt es dazu noch zu sagen? Naja, Story hat das Spiel jetzt nicht wirklich. Die Frage ist ja, die ich mich stelle, kann ich das mit jeder Art von Gruppe spielen oder wie spiele ich das Spiel? Das spielt man rein alleine. Also rein alleine? Ein komplettes Solo-Spiel. Genau. Auch spannend. Gibt es ja in letzter Zeit, sind ein paar ja davon rausgekommen, wie sind rein Solo-Spielen so die letzten Jahre. Mhm. Ja, das hat, denke ich, auch durch die Pandemie halt einen riesen Aufschwung bekommen. Und ja, also so, ne, das bedient dann eben auch so Leute wie den Olli, der sagt, ey, komm, an den Computer setze ich mich nach Feierabend auf gar keinen Fall mehr ran. Und immer nur Fernsehen finde ich langweilig. Und dann kann man sowas richtig gut machen. Ja. Ja, und apropos Olli, das ist ja zufällig auch ein Verlag, dem der Olli sehr nahe steht. Also jetzt die nächste Frage, kann ich das in der Badewanne spielen, das Spiel? Ich glaube schon. Also die Karten sind aus PVC, das Zeug, was ihr so in euren Küchen vielleicht ausliegen habt. Die Würfel sind halt Würfel und da muss man leider sagen, den Würfeln tut es, glaube ich, ganz gut, wenn die in warmem Wasser mit ein bisschen Badezusatz mal durchgespült werden. Denn die wollten das Spiel halt sehr schnell dann auch unter die Leute bringen. Nachdem es da ein paar hakelige Verzögerungen gab. Und dann haben sie in China die Würfel nicht lange genug auslüften lassen, bevor sie in den Verkauf gingen. Und deswegen riechen die nicht so cool. Ich finde es jetzt längst nicht so schlimm wie
sehr viele Influencer das in die Welt posaunen mussten. Und ich habe das jetzt auch unter dem neuen Kickstarter, der noch nicht mal live ist, ja, aber schon angekündigt ist, gibt es schon Kommentare, wo irgendwelche Leute sagen so, ja, es tut uns für den Artist so leid, aber dieses Spiel werden wir nicht backen, weil CTG einfach scheiße ist. Und so, und das bezieht sich nur darauf, dass diese eine Charge-Würfel jetzt irgendwie, na, man muss die einfach mal ein bisschen entlüften lassen, das ist gar nicht so schlimm. Man kann sie mit warmem Wasser und Spüli ein bisschen abspülen und auch irgendwie dann, weiß ich nicht, da haben Leute gesagt, da sind irgendwelche Flakes drin, das sind halt so transparente Würfel und innen drin sind so ein paar komische Flakes, dass das noch so einen spacigen Look hat oder so. Und dass die total schlimm wären und die Würfel auseinanderfallen und so, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es aber auch noch nicht so wahnsinnig benutzt, ne? Aber ich glaube, das war wieder so ein bisschen übertrieben. Und ich bin sicher, dass Chip Theory Games weiß, dass es da nicht so gut gelaufen ist. Und vielleicht kann man irgendwie bei irgendeinem nächsten Kickstarter noch mal ein extra Set Würfel bekommen. Und die sind dann komplett ausgelüftet oder so. Ja, schön ist halt, in dem Pack sind noch zwei andere Szenarien drin. Und zwar einmal ein Too Many Bones Szenario, also das spielt dann in der Welt von Too Many Bones und das ist ja so eine eher so eine Fantasy-Steampunkige Welt und dann gibt es noch eine Welt in dem Universum, also ein Szenario in dem Universum von, und jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Hoplomachus. Hoplomachus, ja, glaube ich, Hoplomachus. Victorium, also praktisch ein Arena-Kampf mit Gladiatoren in einer Welt, die unserer Antike angelehnt ist, sage ich mal so, griechische, römische Antike vielleicht. Ja, und die habe ich noch vor mir. Ich wollte erstmal die Solar Sentinels ein bisschen durchziehen und gucken, ob das öfter so gut klappt. Denn ich muss sagen, in diesem Spiel, was ich gespielt habe, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also ich habe manchmal Encounter mit zwei Würfeln besiegt und die konnte ich mir dann halt danach direkt wiederholen und so. Also das war so. Aber das ist doch das kennen wir Spieler doch alle, dass die Würfel immer gegen uns sind, oder? Ja, nee, in dem Fall war ich der Gott des Würfels. Wahrscheinlich auch so ein Once in a Lifetime. Jetzt sollte ich am besten das Spiel nie wieder anfassen, wahrscheinlich. Kann nur schlecht. Dein Herz in die Würfel gelegt. Du hast einfach dein Herz in die Würfel gelegt. Es kann eigentlich nur schlechter werden. Also das war wirklich unfassbar, was ich da gerippt habe. Und ich habe auch so Kombos mit den Items und den Ereignissen und sowas gezogen. Die waren unglaublich. Also dass ich bin mit, glaube ich, von 20 Würfeln bin ich mit 17 in den Boss-Encounter gegangen. Wow. Eigentlich so richtig, wo man eigentlich denken müsste, es kann ja gar nicht sein. Aber ich hatte halt wirklich kurz vor Schluss habe ich noch mal 10 Würfel wiedergekriegt. Ja. Das war so eine Combo. Ich hatte eine Fähigkeit schon ausliegen, dass ich irgendwie so viele Würfel wie irgendwas anderes da war oder so wiederkriege. Und dann habe ich eine Fähigkeit bekommen, verdopple eine Fähigkeit, die du bekommst oder die du ausspielst. Und dann konnte ich mir halt genau vor dem Boss-Encounter noch mal 10 Würfel wiederholen. Das war einfach unglaublich geil. Ja, der Boss-Encounter, den habe ich halt auch so weggemacht. Das war schon echt unangenehm, wie krass. Da geht man doch direkt mit einer Größe von 1,95 durch die Wohnung, oder? Ja, das war echt schön. Ja, und jetzt hast du so ein Würfelglück gehabt und warst da nicht in Las Vegas und hast nicht das Würfeln gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, natürlich nicht. Ja. Ich gehe auch nicht über los oder so. Nee. Also 20 Strong, aber muss man sagen, die Karten auch nicht nur das Material ist eine gute Qualität. Bei den Würfeln muss man jetzt vielleicht mal anhalten und sagen, da ist halt schiefgelaufen, aber die Karten sind super und die Karten sehen auch sehr gut aus. Ja. Also,
Das ist schon. Es gibt übrigens einen Chip in dem Spiel. Oh. Den mussten Chip Theory Games hat einen Chip dabei gepackt. Tatsächlich einen Chip. Dieser Chip ist so, ja, damit zählt man irgendwie die Runden oder sowas. Ach so, genau, was ich noch vergessen habe. Es gibt noch Missionen und du hast 3 Missionen. Und für jede Mission, die du beim Boss-Encounter nicht geschafft hast, also vor dem Boss-Encounter nicht geschafft hast, kriegt der Boss noch zusätzliche Minions sozusagen dazu. Ah. Ich hatte alle 3 geschafft. Das war auch total verrückt. Also eine war ganz einfach, die habe ich gleich am Anfang gehabt auch und die ging so weg wie Butter. Und die anderen beiden haben sich so ergänzt, weil das war so, ich musste Schaden bekommen und ich musste eine Runde überleben mit nur einem Lebenspunkt. Und ich wurde halt in der einen Runde auf einen runtergehauen, habe damit die erste Mission davon erfüllt und habe die zweite Runde dann überstanden mit diesem einen Lebenspunkt und habe dadurch gleich die dritte erfüllt. Also es war ziemlich cool. Das lief wirklich wie geschmiert. Sehr schön. Ja, 20 Strong hatte ich auch in der Überlegung, ob ich mir das auf das Spiel mitnehme, habe mich dann aber dagegen entschieden und warte jetzt mal ab, was der Ray und was du so sagen, auch ein bisschen im Langzeittest, ob sich das dann trägt, ob das bei mir zu Hause auch einzieht. Bei mir ist das ja so ein bisschen das Solo-Spielen gestartet, seit ich im Homeoffice bin und dann meinen Mittagspausen dann doch mal halt eben ein Spiel aufbauen kann und sehr häufig bei Aleph 0 zum Beispiel verliere. Hab ich noch nicht einmal gewonnen. Aber auch Flippermania zum Beispiel kann ich auch da sehr empfehlen, hat auch sehr viel Freude. Genau. Ja, und du hast im Weltall gespielt. Im Weltall war ich auch unterwegs bei meinem nächsten Spiel. Mit einer großen Schere, das muss ich da gestehen. Also ich liebe Bienen, wenn sie in gedruckter Form oder so vorkommen, da finde ich die total super. Und vom Kopf her finde ich die total auch super. Wenn ich die in Wahrheit treffe, habe ich trotzdem ein bisschen Panik vor Bienen und allem, was so gelb-schwarz gestreift ist. Hat wohl ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Als Kind war ich allergisch auf Bienen und Insektenstiche. Und habe dann ein bisschen Angst vor den Bienen gemacht bekommen von meinen Eltern. Du darfst dich ja nicht stechen lassen, dann kommst du ins Krankenhaus. Das ist wohl ein bisschen noch übrig geblieben. Nichtsdestotrotz habe ich mich mit Bienen ins Weltall gegeben und zwar bei Apiary, dem neuen Stonemaier-Game, was noch gar nicht auf Deutsch erhältlich ist. Spielen wir ein Bienenvolk, was im Weltall versucht, möglichst erfolgreich zu sein, was dann schon mal ein sehr schönes Setting ist. Ist ein Worker-Placement, wie man es so kennt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo wir unsere Bienen einsetzen. Und wer Teotihuacan kennt, da ist es dasselbe. Umso häufiger ich so eine Biene wiederbekomme, desto stärker wird sie. Also bei Teotihuacan muss ich auf bestimmte Felder landen, um meine Würfel aufzuleveln und die dann hochzudrehen. Und hier habe ich so kleine Bienen in Würfelform. Also das ist ein Würfel, der von 1 bis 4 geht. Und vorne und hinten ist halt ein bisschen Biene dran. Also der W6, der hat halt 4 freie Felder. Und vorne und hinten ist das halt eine Biene. Und das sind unsere Worker. Und die setzen wir ein. Und das Schöne ist, auf unseren Einsatzfeldern, da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann den Weltraum exploren. Man kann sich Erweiterungen kaufen für den eigenen Bienenstock und für das Gebäude, was man baut. Man kann Ressourcen umwandeln. Man kann sich Aktionskarten holen. Also wirklich so das Klassische, was man kennt. Läuft super smooth ineinander. Und das Schöne ist, wir haben es gesagt, man bumst sich immer so schön raus aus den Aktionen und dadurch werden meine Bienen stärker. Das heißt, ich besetze ein Feld und dann ist das nicht gesperrt, bis ich die Bienen zurückhole oder bis die Runde vorbei ist, sondern jeder andere und jede andere kann mich dann einfach da verdrängen. Und durch das Verdrängen wird meine Biene dann einfach stärker. Das machen sie, bis sie auf Stufe 4 sind. Und wenn sie auf Stufe 4 sind, dann gehen sie in den Winterschlaf und dann werden sie auf Stufe 1 gedreht und kommen, nehmen das Brett in der Aktion und dann kann ich sie mir wieder zurückholen. Insgesamt habe ich am Anfang 3 dieser Bienen und kann dann bis auf 4 maximal aufladen, also dass ich dann mehr habe. Und das ist super, weil immer wenn ich dann auch so eine Biene in den Winterschlaf schicke, kann ich dann halt für mich noch für die Endwertung was claimen und aber auch so einen kleinen Bonus sofort abgreifen. Genau, dazu habe ich dann auf meinem Board baue ich mir Räume an, wo ich dann auch Ressourcen lagern kann. Ich kann Ressourcen unendlich viele haben. Was ich aber ganz schön finde, in dem Moment, wo ich meine Bienen freiwillig alle zurückholen muss, also wo ich sage, nee, ich warte nicht drauf, dass mir
zurückgebracht werden durch die, dadurch, dass die anderen mir die rausdrücken, sondern ich hole sie selber zurück. Dadurch kann ich dann mein Einkommen triggern und das sind dann grüne Felder. Und in dem Moment muss ich aber auch alle Ressourcen unterbringen in meinem Bienenstock, weil alle, die ich nicht unterbringen kann, die verfallen. Was aber auch da schön ist, wenn sie denn verfallen, dann geben sie Favor bei der Königin. Und da steige ich auch dann weiter voran und kann damit auch dann sehr viele Punkte nach einer Entwertung machen. Dazu darf ich dann noch einen Bienentanz erfinden. Also insgesamt gibt es 3 Bienentänze. Jeder darf einen erfinden. Wenn man da nicht dabei ist, dann hat man halt Pech gehabt. Und diese Bienentänze können von anderen genutzt werden. Auch dann, wenn mein Bienentanz genutzt wird, kriege ich wieder Favor bei der Königin. Exploration findet mit so Feldern statt, die man umdreht und da kann man dann Ressourcen gewinnen und das ist eine große, dicke Bienenkönigin als Miniatur, die auch wirklich sehr schön aussieht, die dann über diese Felder läuft. Ja, und auch bei dem Feld ist auch das Schöne, wie auch bei einigen anderen, da ist es so, dass immer 2 Plätze frei sind für ArbeiterInnen und die werden dann quasi weitergeschoben und ich kriege immer die Kombination von den beiden ArbeiterInnen, also meine und der, die davor eingesetzt wurde, als Aktionsstärke und habe dadurch auch verschiedene Stärken. Das heißt, ich kann auch drauf gucken, wo geht jemand gerade mit einer starken Biene hin, mit einer 4er-Biene zum Beispiel, dann gehe ich vielleicht dahinter mit einer 2er- oder 3er-Biene und habe schon die Stärke 6 oder 7 und kann dadurch auch wieder Aktionen nutzen oder ich nutze eine eigene 4er-Biene und dann können andere hinterherkommen und können mich damit wieder rausdrücken und damit wird vielleicht meine Biene dann in den Winterschlaf geschickt, was mir ja wieder Vorteile bringt. Und genau, und das läuft alles sehr, sehr schön und rund ab. Ist ein ganz tolles Worker-Placement, ist wirklich schnell erklärt, hat eine ganz tolle Ikonografie. Also man wirklich, wenn man es einmal gespielt hat, eine Runde gespielt hat, dann die allermeisten von uns, die schon mal so ein Arbeitereinsatzspiel gespielt haben, werden dann verstehen, wie die Ikonografie läuft, was damit gemeint ist. Da gibt es nur so 2, 3 Kleinigkeiten. Da gibt es ein Zeichen, da darf ich dann von diesen Ausbauten meines Stocks, darf man eine ganze Reihe abräumen. Da haben wir am Anfang einmal nachgucken müssen, was bedeutet das jetzt. Und der Rest war eigentlich sofort klar. Wunderschöne Illustration, wirklich ganz, ganz toll. Und wird garantiert nächstes Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Feuerland auch wiederkommen. Kann aber auch meiner Meinung nach von allen, die so halbwegs dem Englischen mächtig sind, weil es ist fast sprachneutral, kann das auch auf Englisch gespielt werden, wenn man dann jetzt nicht warten möchte, bis das bei Feuerland rauskommt. Und es hat eine unglaubliche Variabilität. Ich meine, es sind 20 Bienenvölker verschiedene dabei, die man dann spielen kann. Also auch da mit unterschiedlichen Startfähigkeiten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr cool. Passt alles in eine schöne Schachtel rein. Und von mir eins meiner Highlights diesen Monat fand ich wirklich ganz, ganz toll. Apiari, wird bei uns ganz häufig auf den Tisch kommen, bin ich mir sehr sicher, weil das für uns alle so ein Wohlfühlspiel war. Weight ist 2,81 und genau da würde ich es auch einsortieren. Also genau dieses 60 bis 90 Minuten ein Kennerspiel plus, würde ich sagen, einfach. Also man kann sich viele Gedanken dazu machen, kann eine Taktik rausführen, man kann aber aus dem Bauch heraus einfach opportunistisch die Plätze nutzen, die gerade gute Punkte mir geben oder die gerade in mir eine gute Aktion geben. Und deswegen absolute Empfehlung, Apiari von Feuerland. Genau, und aus dem Weltall mit den Bienen. Ich habe noch eine Frage. Ja, Frage. Sehr gerne. Ich auch. Nicht so schnell, ja. Entschuldigung. Und zwar, ich habe gerade gesehen auf BoardGameGeek, da steht hier Best for 3. Also würdest du sagen, dass es zu zweit und steht auch, dass es solo ist, also spielbar ist. Hast du schon probiert? Solo habe ich noch nicht gespielt, aber so wie ich es jetzt gespielt habe, würde ich behaupten, wenn man keinen harten AP-Spieler dabei hat, dann kann man es auch zu fünft gut spielen. Und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich zu zweit, wird man sich wenig in die Quere kommen. Auch zu dritt ist es, glaube ich, noch sehr frei. Da muss man wahrscheinlich öfters die Bienen wieder zurückholen. So wie ich das bei die Aktionen bleiben im Prinzip gleich. Nee, bis bei 2 bis 3 nutzt man den anderen Spielplan. Wir haben es jetzt zu viert gespielt, 2-mal. Da sind es ein paar weniger Aktionen. Also von daher müsste es eigentlich zu zweit und zu fünft sehr gut gehen. Und Solo habe ich es noch nicht angeguckt, aber könnt ihr mir vorstellen, dass das tatsächlich auch funktioniert, wenn das einen Solo-Modus hat, wo bestimmte
Punkte jetzt belegt sind oder so, oder wo man halt öfters seine Bienen wieder zurückholen muss und nur eine bestimmte Rundenanzahl oder sowas hat. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ist ganz spannend. Wenn ich jetzt nicht gerade angefangen hätte, Miniaturen zu bemalen, würde ich das wahrscheinlich auch mal solo spielen. So muss ich jetzt gerade Tsukuyomi bemalen. Ich habe mir natürlich auch direkt Tsukuyomi, eins der mit den wenigsten Miniaturen, ausgesucht zum Bemalen und habe natürlich auch alle Miniaturen-Erweiterungen, die es bisher gibt für das Spiel, und die wollen bemalt werden gerade, aber nee, finde ich, also werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, kann ich mir vorstellen, und ist, glaube ich, auch, wenn man Stonemaier-Champion ist, müsste das sogar sehr, sehr günstig zu bekommen sein. Also da meine ich, bist du bei etwas über 50 Euro und das ist ein Bombendeal für das Spiel. Also ich glaube, ich warte auf das Deutsche, aber das klingt sehr gut. Vor allem finde ich auch die Schwierigkeit 2,8 sehr angenehm. Das hat so eine Anak-Dune. Ja. Und das finde ich sehr angenehm, wenn man nicht immer diese Vierer-Dinger spielen möchte. Genau, nee, absolut. Und du hast auch eine sehr, sehr klare Spielende, in dem nämlich, wenn jemand siebenmal seine Bienen in den Winterschlaf geschickt hat oder insgesamt alle Felder belegt wurden von den Winterschlaffeldern, dann ist das Spielende. Dann spielt man noch einmal rum und dann ist das Spielende auch. Und das ist, finde ich, ganz angenehm, weil das wirklich bei uns auch bei, ich glaube, wir sind bei knapp unter 90 Minuten gelandet in der Erstpartie zu viert, und in der anderen Partie haben wir auch knapp 60 Minuten gebraucht. Krass. Also das ist wirklich, wirklich schön. Ja. Dennis, zeigst du uns deinen Bienentanz noch? Bienentanz? Ich zeig euch meinen Bienentanz, zeige ich euch. Wenn wir die 15.000 Patreonen haben, dann zeige ich den. Dann mache ich ein Video für alle Patreonen und zeige den dann in einem Bienenkostüm, versprochen. Leute, ihr solltet unsere Folgen nochmal durchhören und euch aufschreiben, was es alles bei 15.000 Patreons schon gibt. Das ist nicht wenig. Dann noch was anderes, was ihr unbedingt machen sollt. Ihr müsstet den Dennis, also Jatno17, auf Instagram bombardieren, dass er jetzt nicht den Bienentanz-Reel macht, sondern dass er euch seine bemalten Tsukuyomi-Figuren zeigt. Die sind echt gut geworden. Er hat Dankeschön. Jetzt noch nicht lange angefangen damit und die sind wirklich gut geworden. Ja, ich habe, glaube ich, die beste Lehrerin an meiner Seite, weil meine Frau ist, was das angeht, auf sehr, sehr hohem Niveau. Die kann das wirklich gut. Die bemalt gerade den Rest von Blood Rage und die hat die Woche jetzt die Seeschlange fast fertig gemacht. Und das sieht schon verdammt gut aus, das Ding. Da denke ich mir so, das möchte ich auch mal irgendwann können. Ja, genau. Also da meine Empfehlung, folgt lieber der Faun 207, meiner Frau. Die macht das wesentlich schöner als ich. Ich zeige die dann mal, wenn ihr ganz lieb fragt, zeige ich die mal, wenn ich einen Folg fertig habe, vielleicht. Ja, bombardiert ihn. Schreibt ihm ganz viele Nachrichten. Ja, bei 15.000 Patreon könnt ihr euch aussuchen, ob ich den Bienentanz als Video mache in einem Bienenkostüm oder ob ich meine ganzen Malversuche zeige. Ja, und jetzt wollte ich gerade schon rausspringen aus dem Universum und habe gerade schon gesagt, dass ich's mag, wenn es mich so ein bisschen gruselt und so ein bisschen gruselig vom Setting her. Ging es dann auch bei dir weiter, Tanja, oder? Super Überleitung. Danke. Das hab ich beim Dirk gelernt. Hervorragend. Genau. Ich mag das ja auch sehr gerne, wenn die Spiele oder allgemein das Grusel-Setting mag ich sehr gerne. Also Horror und all den ganzen Kram. Und bei mir kam Among Cultist. Ich muss immer mich konzentrieren, dass ich nicht Among Us sage. Das ist immer so ein... Also ich habe Among Us, jetzt meine ich es wirklich, Among Us, nie gespielt, das Computerspiel, aber ich habe meinem Mann zugeguckt, als er es gespielt hat. Deswegen weiß ich so ungefähr, wie das so war mit den Räumen, mit den Toten. Ja, genau, ganz kurz, da gibt es ein so ein ganz berühmtes Instagram-Video, was ich ab und zu mal in die Timeline gespült bekomme, wo sie sich Who, They, This Guy und so genannt haben und Who Saw They, This Guy, Who, This Guy, Who Saw This Guy. Und das ist absolutes Chaos. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch das mal über den Weg läuft. Also das solltet ihr euch mit Ton angucken. Es ist eins der schönsten Videos. Weiß nicht, ob das gestellt ist oder nicht, aber es ist unglaublich toll, weil die Menschen da Who, This Guy, They und so weiter heißen. Das passt so wunderbar ineinander. Und es ist ein absolutes Chaos-Video. Ja, das klingt gerade auch so.
Genau, und ich habe aber das Spiel Among Us nie gespielt, aber ich habe zugesehen. Und jetzt kam ja Among Cultist raus. Es war ja, als das Spiel war, war das ja, glaube ich, eins der gehyptesten Spiele. Es war auf der Hotness-Liste ja ganz oben mit allen Erweiterungen. Ich habe das jetzt auch gespielt. Leider in der denkbar schlechtesten Konstellation mit 4 Spielern. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und es steht ja drauf, dass es ab 4 ist. Ich muss sagen, ich fand es jetzt auch zu viert jetzt nicht schlecht. Also ich würde es auch noch mal zu viert spielen. Zu viert ist, also erstmal, worum es da geht. Also wir sind da in dem Cthulhu-Universum. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Fan vom Cthulhu, obwohl ich jetzt eigentlich voll in dieses Horror- und Grusel-Setting stehe. Aber irgendwie hat es mir Cthulhu nicht angetan. Ich hätte lieber ein anderes Setting gehabt, aber ist okay. Welches Setting hättest du gerne gehabt? Oh, ich hätte gerne einfach nur so ein, am besten so ein viktorianisches Krimi, Agatha Christie, einfach nur irgendwie was anderes einfach. Auch was Gruseliges vielleicht ja auch, aber. Ja, so wie bei Die Frau in Schwarz. Ja, vielleicht. Genau, sowas. Frau in Schwarz fand ich übrigens sehr gut, den Film. Fand ich auch sehr gut. Findet ihr denn so viel Cthulhu bei Among Cultist? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich spür's, also ich habe es beim Spiel nicht gespürt, dass es eigentlich, es war halt beim Lesen so, dass halt mit dieser Beschwörung und irgendwann kommt dann ja irgendwann mal so ein Ding. Und wir sind ja die Ermittler und den ganzen Krams. Also es geht ja darum, dass wir halt diese, also es ist ein Social-Deduction-Spiel, wo wir halt geheime Rollen haben, wo wir in eine Universität gehen als Ermittler, weil da irgendwie eine Art, ich weiß jetzt gar nicht, eine Beschwörung, glaube ich, stattgefunden hat, die wollen wir unterbrechen oder die wollen wir verhindern. Also das Thema kam jetzt nicht so wirklich durch. Aber vom Spiel her fand ich es wirklich interessant. Also es ist so, ich habe den Aufbau gemacht, also ich habe auch die Vorbereitung gemacht, ich habe auch die Regeln gelesen und ich habe das dann erstmal zu Hause gemacht. Also bevor wir uns getroffen haben, habe ich komplett dann halt diesen Aufbau gemacht, weil du musst halt in diese Umschläge, also jeder, der eine Rolle bekommt, bekommt ja sein eigenes Kartendeck mit, ob er lebt, ob er tot ist, ob diese positiven Karten, diese negativen Karten, also die Erfolgskarten oder diese Sabotagekarten oder ich weiß, was gab es da noch? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall muss man das halt vorbereiten, schon vorher. Und da muss man wirklich aufpassen, dass wenn man da nämlich schon einen Fehler macht, dann kann es sein, dass es eigentlich das ganze Spiel schon so ein bisschen versaut ist. Aber das hatten wir Gott sei Dank nicht. Also das lief alles ganz okay. Wir hatten jetzt in der Konstellation, wo wir es zu viert gespielt haben, spielt ein Bot mit, damit man wirklich 5 Spieler dann, also es müssen schon 5 Spieler sein, spielt man zu viert, spielt ein Bot mit. Und da ich die Regeln gelesen hatte, habe ich diesen Bot halt auch mitgeführt. Das ist halt wie eine Spielfigur, die sich mit uns bewegt über den Plan. Sogar der Bot könnte nachher der Killer sein. Also es kann halt sein, dass wir alle 4 eigentlich die Ermittler sind und der Bot ist nachher der Killer. Diese Konstellation könnte halt auch sein. Genau, und es ist dann so, dass man halt, eigentlich geht es in dem Spiel darum, wenn du der Killer bist, versuchst du die Leute zu töten. Das macht man eigentlich ja so gesehen heimlich. Also sobald man in einen Raum reingeht, wo ein anderer Spieler ist, wenn die alleine sind, findet eine Begegnung statt. Das bedeutet, jeder gibt sich geheim eine Karte und es kann halt sein, dass dir gerade jemand eine Karte gegeben hat, dass du tot bist. Du selber siehst diese Karte ja aber nicht. Das heißt, du legst sie erst auf so dein Pulsdeck, heißt das, glaube ich, und du weißt nicht, ob du jetzt gerade gestorben bist oder nicht. Und das, finde ich, hat dieses Spiel so interessant gemacht, weil wir jedes Mal, wenn wir in einen Raum gegangen sind mit jemandem, und dann so, oh, der war schon ziemlich oft mit dem in einem Raum, ne? Der war jetzt schon mit allen bei uns in einem Raum. Der ist 100% der Killer. Und solche Gespräche. Aber das ist genau wie bei Vizekraken, sehr abhängig von der Gruppe. Also wir haben wirklich sofort angefangen, uns zu verdächtigen. Ich habe sofort einen im Verdacht gehabt. Später habe ich dann gedacht, nee, der ist das dann doch nicht. Und dann habe ich gedacht, mein Mann wäre es gewesen, weil er einen ganz blöden Fehler gemacht hat. Und dann habe ich ihn, also man kann während des Spiels dann auch jemanden halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, aber man macht halt eine Abstimmung. Das ja. Heißt, man macht halt eine Abstimmung, man macht die Augen zu, man zeigt dann auf die Person, wo man denkt, er ist es. Und so gesehen killt man den ja aus dem Spiel. Und da haben wir meinen Mann rausgekillt, der aber nicht der Killer war. Ja, ups. Das Gute an dem Spiel Among Cultist ist, dass du ja trotzdem noch weiterspielst als Geist. Das heißt, du bist dann ja nicht raus, sondern du spielst dann noch weiter, du machst dann noch weiter diese Aufgaben. Also als Ermittler gewinnt man ja das Spiel, wenn man so bestimmte Aufgaben erfüllt. Das dauert ein bisschen, wir hätten es auch garantiert nicht geschafft. Aber der Killer hat bei uns gewonnen, weil wir haben ja den einen getötet, der Bot war schon tot. Und dann musste der Killer nur noch einen einzigen anderen töten und dann war es auch schon vorbei quasi. Also ich fand es wirklich gut in unserer ersten Runde. Mit dem Bot war es ein bisschen umständlich,
weil ich hatte den halt immer und musste noch immer noch kurz überlegen, wie bewegt er sich nochmal, was macht er nochmal, wenn er der Startspieler ist, wo geht er jetzt nochmal, in welchen Raum. Also das war immer ein bisschen umständlich für ihn mitzudenken, für die erste Partie, wo ich noch an mich selber denken musste. Also vorzugsweise würde ich wahrscheinlich nicht zu viert spielen. Wenn ich aber keine Wahl hätte, würde ich zu viert machen. Weil es eins der seltenen ist, die ich kenne, die zu viert spielbar sind. Ja, also bei so Social Deduction ist ja meistens so, dass ab 5 losgeht. Mhm. Das Einzige, was ich kenne, was dann auch noch zu viert spielbar ist, was aber auch erst ab 5 so wirklich Spaß macht, ist dann noch der Widerstand. Aber ja, wir haben ja letztes Jahr auch, dieses Jahr noch, Anfang des Jahres, haben es ja noch als Prototyp-Variante in unserem Brettspielwochenende gespielt und haben so ein bisschen Regelprobleme gehabt. Da gab es auch noch kein fertiges Regelwerk. deswegen würde ich es unbedingt auch noch mal gerne spielen, jetzt mit fertigem Regelwerk und genau, weil ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Und ich finde diese Paranoia, die du so ein bisschen beschrieben hast, die fand ich auch so. Und ich bin sehr häufig mit dem Dirk über den Weg gelaufen und habe gesagt, Dirk, wenn du jetzt hier mich umbringst, ich sag's dir, du wirst deines Lebens nicht mehr froh werden außerhalb des Spiels. Ich vertraue dir da jetzt. Ja, das ist bei mir da auch sehr gut hängen geblieben. Ich finde es auch vom Spielmaterial eigentlich, ich finde es vom Spielmaterial auch echt schön, muss man sagen. Also es ist ein schönes Spielmaterial und so. Freut mich sehr, weil Human Punishment The Beginning, das Spiel davor, ist ja nicht so gut angekommen. Hab ich gehört, leider, ja. Ja, genau. Das war auch, wir haben es auch gespielt. Das ist auch so, ich glaube, das wollte ein bisschen zu viel vielleicht. Da haben sie sich vielleicht so ein bisschen verrannt und man muss es definitiv auch häufiger spielen. Das muss man auch wollen, das muss man sagen. Und ich bin ein großer Fan von Human Punishment und habe mich sehr gefreut, dass das jetzt so durch die Decke gegangen ist. Also da ist mir mal das Herz aufgegangen, als ich das Spiel gesehen habe, wo du es gerade auch erzählt hast, dass das so auf der Hotlist so weit oben war, weil es halt einfach mich für die Jungs einfach mega freut, für den Stefan und seine Mitstreiter bei Godot Games, dass das halt einfach so gut ankommt. Das ist einfach toll zu sehen. Ja, ich wollte es eigentlich auch auf das Spiel unbedingt nochmal anspielen dort, weil man konnte dort ja die Promo kriegen mit der Katze. Dann konntest du die Katze als Spielfigur quasi dort dir holen für das Spiel, aber habe ich dann leider nicht geschafft auf das Spiel. Ah, du kannst bestimmt auch dem Stefan auf Instagram schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass der bestimmt was für dich hat. Ah, okay. Ja. Kannst ja probieren. Aber das fand ich schon ganz cool. Also das, ja. Aber das ist doch ohne Katze gar nicht spielbar, dachte ich. hat das nicht der Olli gesagt? Genau, ich glaube es zumindest. Also ich würde definitiv die Katze dann das nächste Mal. Das ist ja, finde ich schon auf jeden ganz cool. Fall. Die wäre so das gewesen, wo ich noch, das wäre fast noch so ein Argument gewesen, dass ich mir das kaufe. weil auch Social Deduction Spiele sind bei uns groß im Kurs. Aber es hat sich jemand anders aus unserer Truppe gekauft. Deswegen musste ich das nicht kaufen, weil das sind sowieso die Leute, mit denen wir das spielen. Und ob ich das dann in meinem Regal stehen habe oder eher, das ist dann relativ irrelevant. Ich fand allerdings, aber ich freue mich drauf. Von den Regeln her fand ich aber zum Beispiel Vizekraken eingängiger. Ich konnte Vizekraken besser verstehen, warum wir was tun. Ich finde, bei Moncaltis, ich meine, der Gag ist ja wirklich die Begegnung. Das ist ja wirklich der Witz daran. Aber wenn du als Ermittler, wenn ich versuche, einem Spieler zu erklären, dass du als Ermittler in die Räume musst, das Pulsdeck ja irgendwie, oder die Raumdecks, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, dass du die erstmal auf 3 kriegen musst, dann erst, wenn die auf 3 sind, ist der Raum erforscht und erst, wenn der Raum erforscht ist, darfst du die Bücher dort nehmen. Und das versucht man logisch zu erklären, warum man das macht. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, klar, das ist natürlich so der Gag da dran, dass man diese Aufgaben lösen muss. Wenn man Among Us kennt, da ist es ja auch so, man muss an bestimmte Stationen gehen und da so Minispiele ausführen. Und das geht ja nur darum, dass man an einer Stelle blöd steht, während die anderen woanders stehen. Und dann in dem Moment jemand Zeit hat, die anderen umzubringen. Und das ist hier ja auch so. Und kann ich aber auch verstehen, dass das so ein bisschen, ja, vielleicht aufgesetzt wirkt, aber ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann. Wenn man drin ist, ist man drin. Aber halt das Erklären fand ich schwierig. Ich fand es etwas schwierig zu erklären mit den Kartendecks. Aber wenn man es erstmal verstanden hatte, dann ging es flott. Ja.
Ja, schön. Among Cultist, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich auch drauf, wenn ich es nochmal spielen kann. Ja, bin da sehr gespannt drauf, wenn wir dann mal mit richtigem Regelwerk und so weiter, und wenn wir es auch verstanden haben und nicht mit unserem, ja, du darfst gar nicht genau den gleichen Weg gehen wie ich, das kann es gar nicht geben. doch, kann es schon geben. Also, das war Petrus ist da auch schnell. Also Petrus hat zuerst geschossen und dann hat er angefangen, das Spiel zu verstehen. So war das ungefähr. Der ist der Killer, den bringen wir jetzt um. Das, ja, Spiel hat noch nicht mehr begonnen. Völlig, völlig random hat er mich dann verdächtigt und ich so, wo kam das denn jetzt her? So, ja. Aber ah, das war halt am Ende, als wir dann gemerkt haben, wo dieser Fehler war, da fand ich, das war so frustrierend, weil wir ja doch relativ viel Zeit verbracht haben damit. Und da war ich erstmal gesättigt von dem Spiel. Aber jetzt, die anderen haben es schon zweimal gespielt und fanden es super. Und ich denke, das kommt demnächst auch mal wieder auf den Tisch und dann bin ich bestimmt dabei. Und da habe ich auch Bock drauf. Ja, cool. Ja, und wir haben uns hier im Cthulhu-Mythos aufgehalten. Und aus dem Cthulhu-Mythos gehen wir in einen anderen Mythos, nämlich den Cthulhu-Mythos, oder, Lars? Richtig. Ich habe mal wieder Arkham Horror angefangen, das Kartenspiel. Und zwar diesmal zusammen mit zwei lieben anderen Bremern, und zwar dem Max und seiner Mona, beide auch auf Instagram, Mona Defender mit I, und Bardcore Painting. Genau. Und ja, die haben Bock gehabt, die hatten sich das Spiel gekauft und waren so ein bisschen am Struggeln mit dem ersten Szenario. Und dann habe ich gesagt, klar, kommen wir vorbei und machen das. Und wir haben die Dunwich-Kampagne angefangen. Und nachdem so der Start relativ gut ging, ging es jetzt schon hoch her. Da waren wir schon wieder so, wir sind jetzt bei Blut auf dem Altar gewesen. Und da haben wir so dieses klassische in letzter Sekunde Finish geschafft. Und zwar ist es ja so bei dem Kartenspiel, also wer jetzt davon noch nie was gehört hat, wir haben da eine ganze Folge mal von gemacht. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Es ist halt auch so ein Ding, man bewegt sich auf Karten, die Locations darstellen. Das Ganze ist sehr, sehr storylastig und sehr immersiv. Und Ich werde immer besser, je öfter ich das Wort sage damit. Ich bin so viel mit Englisch unterwegs, immersive. Also es zieht einen richtig rein, diese Story. Und man macht ja immer Proben. Und für diese Proben zieht man Token aus einem Beutel verdeckt. Und die sind in der Regel schlecht für einen. Also meistens verschlechtern sie das Probeergebnis für den Spieler. Und dann haben wir tatsächlich so eine Probe gehabt. Ich hätte eine Probe von 5 haben müssen, also mindestens ein Ergebnis von 5. Und ich bin in die Probe gestartet mit einem Ergebnis von 7. Und dann ziehe ich einen Token, der sagt -2, womit ich dann ja auf 5 bin. Und du musst noch einen Token ziehen. Und es ist so ziemlich safe, dass man da eigentlich was Schlechtes zieht. Und dann habe ich wirklich, wirklich das altere Zeichen, was so der einzige richtige geile Token in diesem Ding ist, gezogen. Und das, also wenn diese Probe nicht geklappt hätte, dann wären wir alle draufgegangen, glaube ich. Und so haben wir, war es wirklich so ein Last Second super safe. Und dadurch haben wir das Szenario dann auch gut gut. Aber wir haben es halt geschafft. Mussten uns nicht vorwärts failen, sozusagen, sondern wir haben es tatsächlich dann beendet mit einer Auflösung. Aber der Max und die Mona, die haben gut einen abgekriegt mit ihren Charakteren. Die haben beide schon 2 Traumen mit. Das heißt, man startet mit weniger Lebenspunkten sozusagen in das nächste Szenario. Und da ich die Dunwich-Kampagne ja schon gut kenne,
weiß ich, dass uns da noch einige andere Dinge fehlen, die ein Vorwärtskommen erleichtern würden. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall einiges an Erfahrungspunkten gesammelt. Das heißt, wir können unsere Decks verbessern. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Spiel ja zum größten Teil immer solo gespielt und es jetzt mal zu dritt zu spielen, war wieder richtig klasse. Ja, macht sehr viel Spaß. Es, würdest du denn sagen, dass die Dunwich-Kampagne auch so ein guter Startpunkt ist, wenn man da einsteigen möchte, oder? Es ist nicht umsonst die erste große Kampagne nach der Starterbox, sondern es ist tatsächlich so, dass es gibt, glaube ich, ja, es gibt sehr wenig Zusatzregeln. Es bleibt eigentlich immer im Regelwerk der Grundbox. Es gibt immer pro, also alle Szenarien haben ja, und das ist so krass, weil sie sich immer noch was Neues ausdenken können, auch nach, glaube, 8 Kampagnen jetzt fast. Jedes Szenario hat eine andere Grundmechanik irgendwie. Und hier ist es so, die Szenario-Grundmechaniken, klar hast du immer irgendwas anderes, aber es ist nicht so, da kommen nicht irgendwelche neuen Regeln und nicht irgendwelche neuen Token und solche Sachen, sondern es ist halt, lass es einen anderen Aufbau haben, wie zum Beispiel der Essex County Express, wo dann praktisch die Locations alle zusammenhängend einen Zug ergeben. Ja, also das sind so Sachen, oder mal hat man so eine kleine Zeit, so eine Stressmechanik drin, dass man es möglichst schnell schaffen muss und so. Aber das ist alles sehr, sehr begrenzt und man kann sich wunderbar an die Regeln gewöhnen. Ja, also finde ich schon eine super Einsteigerkampagne und auch so, wenn Leute jetzt im dem Universum doch schon ein bisschen drin sind, dann werden sie wahrscheinlich die Geschichte des Dunwich Horrors kennen und dann ist es nochmal super, weil einem wirklich alles aus dieser Geschichte begegnet. Also die Hälfte der Figuren, die in der Geschichte größere Rollen spielen, sind auf jeden Fall dabei. Die Hauptrollen sind alle dabei und so. Das ist schon cool. Ja. Ja, sehr schön. Und noch eine Frage, letzte Frage von meiner Seite. Brauche ich das Grundspiel, um die Dunwich-Kampagne zu spielen, oder kann ich direkt mir einfach die Box kaufen? Nein, du musst das Grundspiel immer haben. Okay. Denn in dem Grundspiel sind Kartensets drin, die in jedem Szenario, also Teile davon sind in jedem Szenario in den Encounter-Decks immer mit drin. Also ohne Grundspielbox geht's nicht. Und dann nehme ich dann aber diese Revised-Edition, ne? Dann ist die auch bis zu 4 Spieler spielbar, ne? Würde sich jetzt anbieten, ne? Also warum sollte man sich jetzt eine alte Version kaufen, wenn es die neue gibt? Ja. Im Endeffekt, wenn man sich die Spielerbox und die Kampagnenbox kauft, ist es nicht teurer, als würde man sich die alte Grundbox und alle Erweiterungen kaufen. Und die Erweiterungen, gerade bei der Dunwich-Kampagne, glaube ich, sind teilweise schon out of print oder wirklich seltener, dass man sie irgendwo kriegt. Von daher auf jeden Fall die Kampagnenbox zu empfehlen. Allein weil dieses Regelheft und Kampagnenjournal, dieses Ringbuch, ist so wertig und cool. Das schön. Ja, ich anders als du, Tanja, mag ich ja den Cthulhu-Mythos sehr gerne und finde das sehr cool. Ich mag diese Art von Grusel auch sehr gerne. Ich kann also auch verstehen, dass man, also die Frau von Schwarz liebe ich auch sehr. Ich mag insgesamt gerne diese gruseligen Szenarien, anders als der Dirk, der normalerweise hier am Mikro sitzt, sagt ja immer, nee, das mag er nicht. Mag ich das schon sehr gerne und irgendwie ja, muss ich mal gucken. Vielleicht werden wir irgendwann mal damit anfangen, auch mal Arkham Horror zu spielen. Eigentlich ja, eine Schande, dass ich das noch nicht gespielt habe, weil es ist ja schon sehr, sehr hoch gerankt auch und wird von vielen Leuten geliebt. Ja,
Genau. Und ja, von einem Spiel, was sehr hoch gerankt ist, gehe ich jetzt mal zum Spiel, was sehr hoch auf jeden Fall gehypt wurde, also zumindest meinem Empfinden nach auf der Spiel. Wir haben nämlich Faraway gespielt, ja, was ich durch Zufall einfach mitgenommen habe auf der Spiel, war mir gar nicht so vorher aufgefallen von Catch-Up Games. Da wollten wir eigentlich, sollte ich für meine Frau noch Nikojima besorgen. Das ist ein Spiel, wo man Stromleitungen baut gemeinsam und dann Katzen reinhängt. Also finde ich ein sehr schönes Szenario. Wie bitte? Man baut Stromleitungen und hängt da Katzen rein? Ja, das ist total süß. Diese Insel Nikojima ist halt sehr klein und da muss man Stromleitungen von verschiedenen Sektoren ausbauen. Das stapelt man aufeinander. Das ist wie ein umgedrehtes Jenga quasi mit so Kabeln dazwischen. Und wenn man so einen schwarzen Cube auf so einen Beutel zieht, muss man in dieses Kabel noch eine Katze reinhängen. Das Ding ist da halt, dass die Kabel sich nicht berühren dürfen, weil sonst gibt es ja einen Kurzschluss. Und diese Katzen machen das natürlich schwerer. Und deswegen, was ist das für ein Spiel? Ein sehr schönes Spiel. Wie schrecklich. Ja. Die armen Katzen. Nein, ein sehr schönes Spiel. Aber auf jeden Fall, deswegen haben wir auch nicht Nikojima gespielt, sondern wir haben Faraway gespielt. Und Faraway, ist ein Spiel, wo wir einfach nur Karten auslegen. Das sind quasi Länder und Landstriche, die wir entdecken. Es gibt es bisher nur auf Englisch und Französisch, also im Ursprung auf Französisch, mit englischer Regelerklärung auch mit dabei. Die deutsche gibt es entweder beim Verlag direkt dazu, oder aber im Internet zum Runterladen. Und ich habe jetzt gehört, ich weiß noch nicht genau von welchem Verlag, aber es wird ein großer Verlag sein, der das nächstes Jahr auch auf Deutsch rausbringen wird. Das kann ich total verstehen, weil es ein fantastisches Spiel ist. Worum geht's? Wir spielen also diese Landkarten aus. Auf diesen Landkarten sind Symbole drauf und Voraussetzungen oder Symbole und Voraussetzungen, zum Beispiel ein Stein oder ein Kaktus oder was anderes, so ein gehörnter Kopf oder sowas. Und diese ganzen Symbole, diese ganzen Karten spielt man aus. Dann hat man dann noch eine Initiative und man kann ausspielen, ob es eine Tag- oder eine Nachtkarte ist. Also das ist festgelegt auf der Karte, aber so diese Symbole sind da drauf. Der erste Gag ist, dass quasi ich drei Karten auf der Hand habe. Jeder spielt verdeckt eine Karte aus gleichzeitig. Dann wird umgedreht und dann wird geguckt, wer hat denn die kleinste Initiative? Also wer hat die kleinste Zahl bei sich auf seiner Karte draufstehen? Die Person darf dann als erstes aus den Karten, die in der Mitte liegen, eine sich aussuchen. Das sind immer eine Karte mehr als das Spielende dabei sind und die quasi auf die Hand nehmen für eine nächste Runde oder übernächste Runde oder so. Sodass ich nach dem Ausspielen meiner Karte immer eine zusätzliche Karte habe. Dann wird geguckt, habe ich meine Karte in aufsteigender Reihenfolge gespielt. Also habe ich zum Beispiel eine 16 als erstes gespielt und spiele danach eine 20. Dann darf ich noch eine zusätzliche Karte nehmen von einem anderen Stapel. Da sind nochmal zusätzliche Symbole drauf, die mir dann halt einfach nochmal entweder Punkte geben oder Farben geben, die ich nachher brauche, oder Symbole. Und die werden dann mit ausgespielt. Und so spielt man halt, bis man 8 Karten ausgespielt hat. Das klingt jetzt erstmal sehr langweilig. Und dann werden alle Karten umgedreht und dann wird rückwärts gewertet. Das heißt, wenn ich am Anfang eine Karte ausspiele, wo drauf ist, du musst mindestens 4 Steinsymbole haben, dann muss ich die ganze Zeit während des Spiels versuchen, auch diese 4 Steinkarten zu spielen, damit ich am Ende meine erste Karte auch als letztes werten kann und dann diese 4 Steinsymbole schon eingesammelt habe. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Karten mit den niedrigen Initiativen, die wenn ich jetzt zum Beispiel eine 60 spiele, dann ist das eine sehr punkteträchtige Karte und danach spiele ich eine 2. Auf einer 2 sind nicht sehr viele Punkte drauf, dafür sind da eher Symbole drauf. Die möchte ich natürlich eigentlich lieber vor der 60 spielen, aber beim Werten ist es ja genau andersrum. Das heißt, ich muss mir überlegen, möchte ich in Reihenfolge bleiben? Ist mir das wichtiger, quasi so eine Entdeckung zu machen, eine zusätzliche auf den kleinen Karten? Oder ist es so, dass ich sage, nee, komm, die Entdeckung brauche ich gerade gar nicht so, sondern mir ist es wichtiger, dass ich die Symbole weiter hinten habe, weil da wird sowieso nichts gewertet. Und das ist so ein interessanter Kniff, finde ich, dass ich jetzt meine ganz, ganz bold Prediction abgebe und sage, das wird, wenn nicht nächstes Jahr, dann spätestens übernächstes Jahr, wenn es dann auf Deutsch da ist, wenn es nächstes Jahr schon vorher auf Deutsch ist, das wird auf jeden Fall auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, ob Kennerspiel oder Spiel des Jahres, aber auf jeden Fall auf der Nominierungsliste wird es auf jeden Fall mit drauf sein, weil das kann jeder und jede spielen. Es ist sofort erklärt, aber es macht irre viel Spaß.
8 Karten hinzulegen und sich die ganze Zeit zu überlegen, was habe ich alles richtig in Reihenfolge oder kann ich nachher wieder das werten, so wie ich es hingelegt habe. Sieht ganz knuffig aus, ist natürlich ultra abstrakt, erzählt keine Geschichte oder so, aber ist halt einfach in einer Viertelstunde runtergespielt und macht irre viel Spaß, kann man als Absacker, also ist momentan unser Go-To-Spiel als Absacker, so wirklich so, ey, ist 23:30, lass mal aufhören, ach komm, 2 Runden Faraway gehen noch, zack, zack, eben gespielt. Ist wirklich ganz, ganz toll. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr da dran kommt, gerne zuschlagen. Und ja, Karten vollkommen sprachneutral. Also der deutsche Verlag, der das rausbringt, braucht eigentlich nur eine deutsche Regel zu machen, hinten eine deutsche Verpackung draus zu machen und dann rauszubringen. Es gibt es im Original mit 4 verschiedenen Covern. Ja, bin mal gespannt, ob das dann auf Deutsch auch mit 4 verschiedenen Covern rauskommt. Kann man bis zu 6 Spielern spielen. Wir haben es zu 4. und zu 5. gespielt und das hat in beiden Besetzungen auch gleich viel Spaß gemacht. Ist natürlich das Einzige, wo man miteinander in der Interaktion tritt, ist, ob man früher dran ist mit Karten aus der Mitte rauswählen oder nicht. Das ist das Einzige, ja. Genau. Ich hab mir das auch auf der Messe geholt. Wo du gerade meintest, dass es so abstrakt ist, ich habe nicht mal gemerkt, dass das Landkarten oder irgendwie sowas ist. Ich wusste gar nicht, was, also klar, dass man die Karten auslegt, aber als du gerade Landkarten gesagt hast, dachte ich so, echt jetzt? Okay, gerade wohl. Also Thema kommt null durch, aber ich finde das Artwork auch sehr schön, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich für das grüne Cover entschieden, als ich das geholt habe. Ich auch. Ich finde das irgendwie auch echt schön. Also das Spiel, wir haben es auch zu zweit jetzt häufiger gespielt und ich habe es dann auch auf Board Game Arena gespielt, das kann man da ja auch spielen. Also ich finde das auch wirklich richtig gut. Also das macht echt Spaß. Vor allem, wenn man irgendwann so merkt, so, oh nein, ich kann ja gar nicht mehr dieses erfüllen, weil dann weißt du irgendwann, diese Karte ist so unnütz plötzlich, weil du sie nicht mehr erfüllen kannst. Und dann hoffst du irgendwie noch auf 1, 2 Symbole, die einfach nicht kommen. Also es ist wirklich, wie du sagst, es ist super einfach. Aber trotzdem denkt man so, oh Gott, was brauche ich jetzt noch? Gehe ich jetzt darauf? Spiele ich die Karte? Also das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Ja, vor allen Dingen, wenn du am Anfang dann so durch Zufall halt so eine hohe Karte bekommst und denkst so, ah, jetzt spiele ich direkt am Anfang, dann habe ich noch die Chance, das alles zu erfüllen und dann kriege ich alle gelben und blauen Karten, kriege ich mit 2 Punkten gewertet, das ist mega gut und so weiter. Und du ziehst die ganze Zeit oben diese zusätzlichen Entdeckungen und es kommen einfach nur zusätzliche Punkte. Du weißt aber, ich hatte in einer Runde, hatte ich alles voller blauer und gelber Karten, aber ich habe die Voraussetzung einfach partout nicht geschafft. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ich würde die Wahnsinnspunkte mit der letzten Karte machen, die ich aufdecke, aber ich habe diese verdammte Voraussetzung nicht geschafft. Ja. Das ist einfach cool. Auf der anderen Seite freut es einen sehr, wenn man dann doch das so hinbekommt und auf einmal dann so eine Punktekette anfängt zu laufen, wo man weiß, so jetzt, das läuft hier einfach so smooth durch, das wird super. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Genau, und ist super einfach so zum Mitnehmen, also die Schachtel braucht man ja gar nicht mitnehmen und was ich auch wieder festgestellt habe, ich track ja meine Spiele bei BG Stats und dieser Wertungsbock, der dabei ist, ist einfach super. Man geht den nacheinander runter, die Karten, wertet die einzeln, zack, 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 fertig und dann läuft das. Ein sehr schönes Spiel. Genau, das war Faraway und damit haben wir den November besprochen. Ich finde, wir hatten eine ganz tolle Auswahl dabei, wirklich sehr unterschiedlicher Spiele. Und bin mal gespannt, was ihr so im November gespielt habt. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Nutzt auch gerne das bei Spotify, wie euch die Folge gefallen hat. Da muss ich auch sagen, das finde ich ganz toll, dass wir bei Spotify dann doch sehen, dass viele von euch zuhören. Die Arkham Horror Folge zum Beispiel ist auch sehr häufig gehört worden. Die ist auch, kann man fast schon sagen, ein Klassiker bei uns. So oft wird die gehört. Hört da gerne die Folge nochmal an. Da war der Lars dann auch dabei und hat das sehr schön erklärt, das Spiel. Genau, so ist es. Und bevor wir den November beschließen und in den Dezember starten mit unseren Spielen, also nicht in dieser Folge, sondern insgesamt so in den Dezember, weil wir nehmen jetzt heute auch am 1. Dezember auf, also die Adventszeit beginnt, haben alle das erste Türchen hoffentlich aufgemacht. Ich habe mein erstes Türchen aufgemacht und hatte da eine leckere Schokolade drin. Da kommen wir noch zu unserer Outro-Frage und die hat sich die Tanja überlegt. Und zwar hat Tanja sich überlegt, welche Spiele kommen denn bei uns an Weihnachten nicht unter den Baum, sondern auf den Tisch?
Und Tanja, magst du denn mal anfangen? Ja. Welches Spiel? Also ich habe ein Spiel, was nicht nur an Weihnachten, sondern auch in der Zeit davor auch super gerne mit den Arbeitskollegen dann immer gespielt wird. Und zwar ist es das Love Letter, aber in Weihnachtssetting. Und zwar, ich glaube, es heißt, wer hat gesagt, morgen kommt der Weihnachtsmann. Oben steht dann noch irgendwie mein Wunschzettel und dann halt morgen kommt der Weihnachtsmann. Es ist eigentlich komplett Love Letter. Also es hat irgendwie nicht wirklich zusätzlich irgendwelche Varianten, wie zum Beispiel, es gibt ja auch das Marvel oder das Cthulhu oder das Star Wars. Die sind ja alle ein bisschen anders von den Regeln her. Aber das Weihnachts-Love Letter ist wirklich das Original Love Letter, wo einfach der Weihnachtsmann die Prinzessin ist mit der Stärke 8. Dann, also es sind einfach genau die Karten, dass man halt in die Karten des anderen gucken kann oder dass man sagt, okay, wenn ich errate, wer du bist, fliegst du raus. Sowas halt. Ist Rudolf dabei? Da ist auf jeden Fall ein Reh dabei. Ich weiß aber gerade nicht, ob er Rudolf heißt. Aber da gibt es ein Reh, es gibt einen Lebkuchenmann, es gibt einen Elf, es gibt Frau Ruprecht. Oh. Und es gibt noch hier, wie heißt der Böse immer? Krampus. Ah, der Krampus. Das ist die Eins. Das Reh heißt Braten, glaube ich. Nein, das heißt Pü, Lars. Das Reh heißt immer Pü. Ach so, okay, ja, gut. Reh. Ja. Also es ist einfach nur ein sehr süß gemachtes Love Letter, wo auch, ich glaube, beim Love Letter hat man doch diese Herzen als Punktemarker. Ne? Ja. Und hier sind es genau. Tannenbäume. Oh. Okay. Ja. Und wird wahrscheinlich auch gar nicht so teuer sein, oder? Ich glaube, es ist gar nicht mal mehr zu bekommen. Ich habe es bei der Spieleoffensive bestellt. Das ist, oder ich habe es da, glaube ich, gekauft. Oder habe ich es gebraucht gekauft? Auf jeden Fall war es mal bei der Spieleoffensive für echt wenig Geld. Aber seitdem ich es jetzt letztes Jahr mit Arbeitskollegen gespielt hatte und die sich auch holen wollten, konnten die es nicht finden. Ach, krass. Ja, dann haltet die Augen auf dem Sekundärmarkt auf, ob ihr mal über Morgen kommt der Weihnachtsmann ist drankommt. Sagt aber ja auch viel, dass das Spiel dann doch schön ist und gerne gespielt ist, wenn es nicht auf dem Sekundärmarkt so viel landet. Das stimmt. Sehr schön. Lars, was kommt bei dir so Weihnachten nicht auf den Gabentisch, sondern auf den Brettspieltisch? Ja, also wir haben im Freundeskreis immer traditionell am 26. so ein Spieletreffen. Bei einer bestimmten lieben Freundin. Grüße gehen raus an Nadine. Und da spielen wir sehr oft oder haben wir bis jetzt oft Willen des Wahnsinns gespielt, was einfach ein Spiel ist, was man mit mehreren Leuten gut spielen kann und es einen Abend füllt und wir das Spiel alle sehr gerne spielen. Und was auch so weihnachtlich ist und so mit dem weißen Berg vorne drauf. Er ist ja nicht Berge des Wahnsinns. Ach stimmt, das ist ja Wildnis. Entschuldigung, ja, stimmt. Ja, nee, aber es ist halt unser weihnachtliches Ding. So. Ja. Diesmal treffen wir uns schon am 16. Vielleicht kommt da noch was anderes auf den Tisch, das weiß ich nicht. Wird man sehen. Auf jeden Fall gibt es bestimmt wieder lecker Essen und dann irgendwas wird schon gespielt werden. Ich hätte ja um es nicht ganz vom Thema Willen des Wahnsinns abgleiten zu lassen, könnte ich auch Terrorscape mitbringen, aber es ist eigentlich nur ein Vierspielerspiel, von daher vielleicht nicht. Ich glaube, wir werden 8. Mal gucken. Ja, ich glaube, Willen spannend. Des Wahnsinns wäre 8 dann auch schon zu viel. Ne? Also vielleicht abgrundtief. Ja. Oder Among Cultists. Ja. Ja, das geht zu 8. Und ansonsten Feed the Kraken geht auch zu 8. Kann ich auch empfehlen. Ich glaube, das hat keiner bei uns, aber es wär auch cool, ja. Ja. Genau, bei uns, habe ich ja schon mal erzählt, wir haben auch die Tradition, dass wir am 26. gemeinsam spielen mit Freunden, immer in derselben Gruppe. Früher haben wir das so gemacht, dass dann quasi wir gewichtelt haben und haben dann festgestellt, es ist ja immer so ein bisschen, da muss man schon echt überlegen, man will ja auch nicht zu viel Geld ausgeben und so weiter und so fort. War immer schwierig, deswegen haben wir uns letztes Jahr entschieden, wir kaufen uns einfach ein Brettspiel gemeinsam, das wir dann spielen und dieses Jahr wird dieses Brettspiel, was wir uns letztes Jahr gekauft haben, mal wieder auf den Tisch gebracht. Wir haben nämlich uns Escape Plan gekauft, Vita Lacerda, in schöner Qualität, das Spiel, wo wir Bankräuber sind und unsere Beute versteckt haben und jetzt diese Beute wieder abholen müssen, um dann aus der Stadt zu fliehen. Vollkommen überproduziert, riesiges Spielbrett, ganz tolles Material,
und wird wieder gespielt werden. Das finde ich also insgesamt die Lacer, das leben ja davon, dass man einzelne Aktionen sehr einfach beschreiben kann, aber diese Verbindung und dieser Zusammenhang in dem Spiel insgesamt ist dann doch einfach sehr viel, wo man drüber nachdenken muss und sehr genau aufpassen muss, was mache ich wann. Das ist schon sehr spannend und deswegen freue ich mich da sehr drauf und finde ich auch viel, viel schöner, dann zu sagen, jetzt dieses Jahr, wir brauchen uns gar nichts schenken, weil mit Escape Plan haben wir einfach noch ein Spiel, was wir noch nicht ausreichend genug uns angeguckt haben, um zu sagen, wir bräuchten jetzt unbedingt Neues. Ja, und finde ich insgesamt auch schöner, wenn man gemeinsam als Gruppe entscheidet, so das schenken wir uns als Gruppe, dann weiß man auch, okay, da haben alle Lust drauf, das finden alle cool. So kleine Spiele und dann so erzwungen, das ist dann vielleicht auch nicht so das Richtige. Genau, ja, das war's. Das war unser Rückblick für den November. Wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr so gespielt habt. Schreibt uns gerne, wenn ihr sehen wollt, wie der Lars einen Bienentanz aufführt. Das macht er schon, wenn ihr bei Instagram einfach 10-mal nachfragt. Ich mache das bei 15.000 Patreon. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, Tanja. Das ist immer eine sehr große Bereicherung für uns, wenn du mit dabei bringst und nochmal einen anderen Blick mit reinbringst auf die Spiele. Finde ich ganz toll. Hat auch echt Spaß gemacht, danke. Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Spielt ganz viel, spielt mit allen Leuten, die ihr kennt. Ruft Leute an, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und fangt an, mit denen nochmal was zu spielen. Das ist jetzt die richtige Zeit dafür in dem ganzen Wahnsinn. Geht vielleicht auf 2 Weihnachtsmärkte weniger und dafür spielt 2 Brettspiele mehr. Ich glaube, das ist schon ganz schön. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald. What your problem is? You don't drink enough. You're probably right. This is the first time today I've had a chance to just sit down and decompress. Cheers. Oh, cheers. Oh, that's good. I keep having this nagging feeling that I've forgotten something. Hey, if you forgot it, it probably wasn't all that important. Yeah, I guess.